Das Gemütsleben des Menschen wird durch mäßige Koffeinmengen günstig beeinflusst. Unter der Einwirkung des Koffeins ärgert sich der Mensch über unerfreuliche Dinge weniger. Er glaubt auch, der vor ihm liegenden Schwierigkeiten leichter Herr zu werden. Kaum eine Droge wird so wenig als psychoaktive Substanz wahrgenommen wie der Kaffee. Die Geschichte des Kaffees schließt neben den genüsslichen und berauschenden Aspekten ebenso viele Wirrungen und Irrungen ein wie die Geschichte anderer illegalisierter Genussmittel. Die wenigsten wissen, dass der Kaffee einst als teuflisches Gift gebrandmarkt wurde und in so mancher Gegend der Drogenprohibition zum Opfer fiel. Darüber berichtet das Buch ebenso wie über die Botanik, Kultur und Verwendung dieser Pflanzendroge sowie über den Einfluss des Kaffees auf Kunst, Kultur und Wissenschaft. der viel kaffee getrunken ist nachts in keinen schlaf gesunken nun muß er zwischen tod und leben hoch überm schlummerabgrund schweben und sich mit flatterflinken nerven von einer angst zur andern werfen und wie ein affe auf dem schwanken gezweige turnen der gedanken muß über die geheimsten wurzeln des vielverschlungenen daseins purzeln und hat verlaufen sich alsbald im höllischen in einer Schlucht von tausend Dämpfen muß er mit Spukgestalten kämpfen, muß von Gespenstern blöd geäfft, an Weiber, Schule, Krieg, Geschäft in tollster Überblendung denken und dann sich nicht ins Nichts versenken. Der Mensch in selber Nacht beschließt, daß er Kaffee nie mehr genießt. Doch ist vergessen alles weh am andern Morgen beim Kaffee. Kaffee hat, auch wenn er als Kulturpflanze noch relativ jung ist, eine lange Kulturgeschichte, von der aber leider nur wenig überliefert bzw. in der Überlieferung erhalten ist. Er diente und dient der kapitalistischen Welt als Handelsware, dem Genießer jedoch als Meditationsdroge, als kleine Pause zwischendurch und als Tonikum, als Aufputscher und Wachhalter, aber auch als Aphrodisiakum und sogar als Medizin. Kaffee ist heute weltweit das beliebteste Getränk, noch vor Bier und Cola. Ein in den weltweiten Gesellschaften eingebettetes, akzeptiertes, ja gewinnbringendes, psychoaktives Gewächs und Getränk. Kaffee hat Geschichte und Kaffee ist modern. Er ist eine tief verwurzelte Zauberpflanze, leider aber auch ein Werkzeug für Ausbeutung und menschenverachtendes Elend geworden. Kaffee ist Modedroge und Kaffee ist Synonym für andere Drogen. Koffein, Englisch Caffeine oder Coffee, sind Straßenbezeichnungen für Kokain. Pharmazeutisches Koffein wird oft auch gern zur Verlängerung von Kokainpulver verwendet. Das Wort Kaffee stammt vermutlich vom arabischen Terminus Kawa, Gawa oder Kamr, auch Al-Kawa, Kawa berauschend. Arabisch für Wein, her. Arabisch Kawa heißt Kaffee, vergleiche Althebräisch kahava. Das Wort gelangte über Türkisch Kave in die europäischen Sprachen. Italienisch Kaffee, niederländisch Koffee. Das italienische Wort breitete sich gemeinsam mit dem Kaffee weit aus. Das niederländische Wort ist Englisch und Russisch entlehnt. Zuweilen wird der Ursprung des Wortes Kaffee aber von der äthiopischen Provinz Kaffa abgeleitet. Aus Kaffa kommt ein urtümlicher wilder Kaffee. Jansing liefert auch gleich die angenommene Etymologie der Bezeichnung Kaffeebohne. Zitat Für Kaffeebohne gibt es die Erklärung, dass es auf arabisch Bun kaffeebohne zurückgehe und volksetymologisch an Bohne angelehnt sei. Sollte dies zutreffen, so müssen die anderen germanischen Wörter, vergleiche schwedisch Kaffeebönner, entweder auf derselben Volksetymologie beruhen oder das Wort nach deutschem Vorbild als Lehnübersetzung gebildet haben. Auch das russische Wort muss dann eine Lehnübersetzung germanischen Ursprungs sein. Von den über 120 Koffeja Spezies, sind drei Arten für die Kaffeeproduktion von besonderer Relevanz. Coffea Arabica, Coffea Robusta, die mittlerweile Coffea Canephora genannt wird, und Coffea Liberica. Letztgenannte Art wird allerdings seltener verwendet. Für uns sind in der Hauptsache Robusta und Arabica Kaffees von Gewicht. Die Robusta, eine Sorte, die viel angebaut wird, bleibt größtenteils auf dem einheimischen Markt, während die feine Sorte Arabica beinahe ausschließlich exportiert wird. In fast allen mittleren Höhlenlagen Britisch-Ostafrikas liegen verstreut ausgedehnte Kaffeeplantagen, in Kenia vor allem in der Umgebung Nairobis. Die sanften Abhänge der Hügel und Höhen um 1000 Meter herum entsprechen den Lebensbedingungen der Kaffeesträucher am besten. Kaffeebotanik. Die Gattung Coffea. Der Kaffeestrauch Coffea arabica und seine Verwandten gehören zur Familie der Rubiaceae, Röte- oder Krabgewächse. Somit sind die Kaffeegewächse, obgleich bei weitem nicht alle Arten der Gattung Koffein aufweisen oder gar als leckerer Kaffee genießbar wären, unter anderem verwandt mit solch psychedelischen Pflanzen wie zum Beispiel der Psychodria. Dem panamazonischen DMT-Lieferanten Nummer 1 und auch dem einheimischen Waldmeister. Zurzeit zählen 124 Spezies zur Gattung Coffea, die in den Untergattungen Baracoffea und Coffea aufgeteilt sind. Die Gattung war 1753 vom Botaniker Karl von Linné aufgestellt worden. 2001 wurden in der Antsiranana-Provinz im nordöstlichen Madagaskar von Davis und Rakotonasolo drei neue Coffea-Spezies beschrieben. Coffea littoralis, Coffea macpersonii und Coffea razimamange. Diese drei Arten wurden mit Coffea pervileana verglichen. Eine Übersicht über nahezu alle Coffea-Spezies findet sich im Internet auf den Seiten der Planthamed, einer webbasierten Datenbank zu den Medizinalpflanzen. Nicht alle Spezies der Gattung Coffea können für die Produktion von Kaffee verwendet werden. Viele Arten sind für diese Zwecke nicht geeignet. Die drei wichtigsten Kaffeepflanzen sind Coffea Kaffee arabica. Synonyme: Coffea laurifolia, Coffea mauritiana, Coffea vulgaris, Jasminum arabicum laurifolia. Trivialbezeichnungen: Arabian Coffee, Arabica Kaffee, Arabischer Kaffee, Bergkaffee, Buna auf Äthiopisch, Kaffee, Coffee Tree, Common Coffee, Kaffeebaum, Kaffeepflanze, Kaffeestrauch, Kava. Koffee, KW und viele andere. Coffea Arabica. Das ist die Kaffeeart, mit der mehr als 60% der Weltkaffeeproduktion gestemmt werden. Die Pflanze stammt ursprünglich aus Äthiopien und wird vornehmlich in Gebieten angebaut, die 1000 bis 3000 Meter über dem Meeresspiegel liegen. Ihre Früchte enthalten bis 1,5% Koffein wobei eine Pflanze etwa drei bis fünf Jahre benötigt, ehe sie diese ausbildet. Coffea arabica ist ein zwei bis fünf Meter hohes, strauchartiges Gewächs mit glänzenden, immergrünen, elliptisch bis lanzettlichen und zugespitzten Blättern, die bis zu 20 cm lang und bis zu 6 cm breit werden können. In den Blattachsen bilden sich die sternförmigen und weißen Blüten, die bis zu 5 mm lang werden und jasminähnliche Düfte produzieren. Die Frucht ist anfangs grün und wird bei zunehmender Reife rot. Die Reifezeit ist nach 9 bis 11 Monaten erreicht. Innerhalb des Fleisches liegen die beiden dünnschaligen, pergamentartig behäuteten Steine. An den zueinandergekehrten Seiten sind diese platt und mit einer Längsfurche versehen, an der entgegengesetzten gewölbt grün bis hellbraun, von der Samenschale, dem Silberhäutchen, umgeben, also Kaffeebohnen. Im Innern des Samens befindet sich das hornartige, eingerollte Endosperm mit einem kleinen Keim. Die Varietät Coffea arabica, varia maragogype, ist eine Hybridform aus Coffea arabica und Coffea liberica und wird in Nicaragua und Mexiko auf Höhen zwischen 400 und 1200 Metern über dem Meeresspiegel kultiviert. Die Pflanzen liefern nur einen geringen Ertrag und werden als Kaffeelieferanten ausschließlich regional angebaut und verwendet. Coffea canephora Synonyme: Coffea robusta Trivialbezeichnungen: Rio Nunez Coffee, Robusta Coffee, Robusta Kaffee, Kongo Kaffee. Coffea der seit dem 19. Jahrhundert bekannte Robusta-Kaffee, kommt aus West- und Zentralafrika und macht etwa 35 bis 36 Prozent der weltweiten Kaffeeproduktion aus. Coffea Canefora, inklusive der Varietäten, wird insbesondere in mediterranen Ländern, zum Beispiel in Frankreich, Spanien und Portugal genossen. Coffea Canefora weist eine natürliche Resistenz gegen Krankheits- und Schädlingsbefall auf. Canifora hat ein kräftigeres, etwas bittereres und herberes Aroma und enthält wesentlich mehr Koffein, nämlich bis zu 2,7%. Canifora-Bohnen sind nach sechs bis acht Monaten reif. Diese Kaffeeart ist besonders schnell wüchsig, wird bis zu acht Meter hoch, die Blätter werden bis etwa 40 cm lang und ist um einiges ertragreicher als Coffea arabica. Allerdings ist die Pflanze auch kälteempfindlicher als die Arabica-Spezies. Daher wird Coffea canephora im Flachland oder in Höhenlagen bis maximal 600 Meter angepflanzt. Coffea liberica. Synonyme: Coffea excelsa, Coffea de Vèvry. Trivialbezeichnungen: Liberia-Kaffee, Excelsa-Kaffee. Liberia Kaffee stammt aus Westafrika, kommt heute aber auch in Asien vor und wird dort zum Beispiel in Indonesien, auf den Philippinen und in Vietnam angebaut. Ihr Anteil an der Weltkaffeeproduktion liegt bei gerade mal einem Prozent. Die Pflanze, inklusive Varietäten, ist als Kaffeelieferant seit Beginn des 20. Jahrhunderts bekannt und kann bis zu 20 Meter hoch werden. Meist erreichen die Exemplare eine Größe von 8 bis 10 Metern. Coffea liberica weist wie Coffea canephora eine natürliche Resistenz gegenüber Schädlingen auf. Die Blätter werden bis zu 35 cm lang und etwa 15 cm breit. Die nach 12 bis 14 Monaten reifen Früchte sind etwas größer und fester als die von Coffea arabica und Canephora. Es gibt weitere Arten, die als Kaffeelieferanten verwendet werden, zum Teil auch nur in bestimmten Regionen. Hier eine exemplarische Auswahl. Coffea Bengalensis kommt, wie der Name schon verrät, aus Bengalen und ist dort sowohl als Wild- wie auch Kulturpflanze anzutreffen. Die Staude bildet längliche, dünne Blätter und weiße Blüten aus und gedeiht auf dem indischen Subkontinent in Regionen bis etwa 900 Meter über dem Meeresspiegel. Coffea Bengalensis wird in ihrer Heimat auch medizinisch verwendet. Coffea Bonieri kommt auf Nordmadagaskar vor, hat dunkelgrünes Blattwerk und prägt weiße Blütenblätter um die Früchte aus. Coffea Congensis hat kleinere und schmalere Blätter und wird in Kinjasa, Kongo, verwendet. Coffea Racemosa wird in Mosambik verwendet. Coffea Stenophylla wird in Westafrika und angrenzenden Ländern verwendet. Die bis drei Meter hohe Pflanze bildet erst nach etwa sieben Jahren Kaffeekirschen aus und wurde um 1890 entdeckt. Die großen schwarzen Kaffeebohnen dieser Art ergeben einen milden Kaffee. Coffea zanguebariae wird in Tansania verwendet. Dann gibt's noch die Psychotria-Arten, auch wilder Kaffee genannt. Aus den Samen der Psychotria herbacea bereitet man nach P. Brown auf Jamaika ein angenehmes, koffeähnliches Getränk. Die diversen Psychotria-Spezies, es gibt immerhin zwischen 1200 und 1400 verschiedene, werden im Allgemeinen und Psychotria nervosa im Speziellen wilder Kaffee genannt. Auf den karibischen Inseln war und ist der Gebrauch einiger Spezies als Kaffeeersatz recht beliebt. In der Karibik werden die Samen mancher Psychotria-Arten, wie zum Beispiel Psychotria nervosa, als wilder Kaffee bezeichnet und als Kaffeeersatz getrunken. Siehe Rej 1998. Psychotria viridis ist ein stauden bis strauchartiges Gewächs und wird unter anderem auch Chakrona, Chaliponga, Chagropanga und Kahua genannt. Diese Pflanze ist Ethnobotanikern als Zutat des Schamanentranks Ayahuasca wohlbekannt. Psychotria viridis kommt in Amazonien und in anderen Gebieten Südamerikas und Mittelamerikas vor. Sie kann bei entsprechender Haltung und Pflege auch bei uns als Zimmerpflanze kultiviert werden. Die Blätter der Psychotria viridis, die an Blätter einer Kaffeepflanze, eben an ein typisches Rötegewächs erinnert, enthalten im Schnitt etwa 0,3%, NN-DMT, also Nn-Dimethyltryptamin, sowie geringe Anteile an Beta-Carbolinen. In Ayahuasca liefert Psychotria den Anteil an psychedelischen Dimethyltryptamin <-Four> Anzucht und Kultur Kaffee gedeiht nicht nur in tropischen Plantagen, sondern auch im Wohnzimmer. Geeignet sind die Arten Coffea Arabica, die bis zu zwei Meter groß wird, und die kleine Schwester Nana, die sich mit einer Höhe von einem Meter begnügt. Um Illusionen vorzubeugen, Nanas Erträge reichen nicht, um den Kaffeebedarf der Familie zu decken. Kaffee. Neben Alkohol und Nikotin beliebteste Volksdroge und direkt nach Erdöl die wichtigste Handelsware der Welt. Fast jeder trinkt das braune Getränk, viel Geld fließt in die Kassen der industriellen Kaffeeproduzenten. Dass man auch seinen eigenen Kaffee ziehen, zubereiten und genießen kann, ist bislang den wenigsten bewusst. Dabei geht es so einfach. Wenn man die nötige Geduld mitbringt, im Gartenhandel gibt es Samen des Kaffeestrauchs Coffea Arabica Variante Nana. Die Pflanze ist ein mehrjähriges Gewächs und kann unter warmen klimatischen Bedingungen innerhalb drei bis vier Jahren nutzbare Kaffeebohnen hervorbringen. Die von uns für Kaffeeproduktion genutzten sogenannten Bohnen, Kaffeekirschen, sind in Wirklichkeit gar keine Bohnen, sondern schlicht die Samen des Kaffeestrauchs. In jeder der kirschähnlichen Koffeafrüchte befinden sich zwei solcher Samen, die natürlich auch zur Anzucht verwendet werden. Kaffeesamen kann ganzjährig gesät werden. Idealerweise geschieht das jedoch zwischen November und Januar. Die Samen werden angeritzt und 24 Stunden lang vorgequollen. Anschließend aussehen, die Körner etwas andrücken und gar nicht oder nur sehr sparsam mit Erde bedecken. Das Saatgefäß nun mit Papier oder Seidentuch abdunkeln und immer feucht halten. Die optimale Temperatur für die Aussaat liegt bei 25 bis 30 Grad. Nach etwa zwei bis drei Wochen zeigen sich die ersten Keimlinge. Diese sollten nach und nach pikiert, also vereinzelt, und nach etwa sieben bis acht Wochen in separate Töpfe gesetzt werden. Regelmäßige Düngung tut den Pflänzchen sicherlich gut. Die Pflanze sollte entweder im Gewächshaus oder als Kübelpflanze halbschattig oder schattig gepflegt werden. Ab dem vierten Jahr kann man mit Fruchtertrag rechnen. Dann leuchtet der Kaffeestrauch in roten Farben und kann endlich geerntet werden. Die einzelnen noch hellen Samen können auf der Pfanne vorsichtig geröstet, gemahlen und aufgegossen werden. Zwei Kilometer erstrecken sich in ausgerichteten Reihen junge Kaffeesträucher, die in regelmäßige, durch Wege getrennte und mit Ordnungszahlen versehene Rechtecke eingeteilt sind. Manche Kaffeesträucher stehen noch mit weißen Blüten besät da, andere sind voll von Trauben grüner Beeren, während auf weiteren bereits die Früchte reifen. Auf ein und demselben Zweig des Kaffeestrauches sieht man welk gewordene Blüten neben reifen kleinen kirschähnlichen roten Beeren. Wenn man eine solche Beere in die Hand nimmt und zwischen den Fingern zerquetscht, kommen aus dem Fleisch zwei glatte, mit den geraden Flächen aufeinander aufsitzende grüne Bohnen zum Vorschein. Aber es dauert noch lange, bis sich die glitschigen Bohnen in Rohkaffee verwandelt haben. In den zahlreichen Windungen einer Betonrinne werden die Früchte gewaschen und gelangen zu einer einfachen Schälmaschine. Die Maschine öffnet sie und in der rotierenden Reinigungstrommel wird der größte Teil der Schalen aussortiert. Die Bohnen mit dem Rest der Schalen werden dann von einem Wasserstrom in die großen Betonbottiche geschwemmt. Dort liegen sie zwei Tage und fermentieren. Während dieser 48 Stunden in Wärme und Feuchtigkeit zerfallen in der Bohne einige organische Stoffe und es entstehen neue, die dem Kaffee nach dem Rösten sein typisches Aroma und seinen typischen Glanz verleihen. Dabei lösen sich auch die restlichen Schalen ab und der fermentierte Kaffee wandert von neuem durch ein Labyrinth von Wasserkanälen, wird nochmals sortiert und gesäubert. Nun nehmen sich Arbeiter der gereinigten Bohnen an und breiten sie in der Sonne zum Trocknen aus. Um sie vor den sengenden Strahlen der Tropensonne zu schützen, werden die Bohnen über Mittag mit Sackleinwand bedeckt und erst gegen Abend wieder dünn geschichtet auf den flachen Dörrtischen ausgebreitet. Auch jetzt ist die getrocknete Bohne noch nicht röstfertig. Sie ist noch mit einer dünnen, pergamentähnlichen Haut bedeckt. In den Städten stehen schon die Menschen bereit, die sie beseitigen werden. Zur Geschichte des Kaffees. Findung und Mythos. Wie alles begann. Zitate: Lange bevor der erste Kaffee gebrüht wurde, kaute man in Afrika die roten Beeren des Kaffeestrauchs als stimulierendes Anregungsmittel, etwa im 6. Jahrhundert. Niemand weiß, wie lange Kaffee in Abessinien, der dort im tropischen Savannenland wunderbar gedieh, genossen wurde, ehe er im arabischen Jemen im 13. oder 14. Jahrhundert auftauchte. Etwa 500 Jahre währt jetzt die Geschichte des Kaffeetrinkens, also gar keine so sagenhaft lange Zeit, wenn man bedenkt, dass mit dessen Einführung beispielsweise die Vollendung des Straßburger Münsters zusammenfällt oder die Erfindung der Buchdruckerkunst durch Johann Gutenberg. Und erst recht keine so sagenhafte Zeit, wenn man betrachtet, dass sich die Menschen dem wirkungsverwandten Teegenuss schon über ein Jahrtausend vorher zugewandt hatten. Und dennoch liegt der Ursprung des Kaffeetrinkens in legendäres Dunkel gehüllt. Avicenna, Avicenna, der berühmte arabische Philosoph und Arzt (980 bis 1037), war einer der Ersten, die über den Kaffee geschrieben haben. Aufgrund dieser arabischen Aufzeichnungen hatte der schwedische Botaniker Linnaeus im 18. Jahrhundert die Pflanze Coffea Arabica genannt. Die Indizien sprechen dafür, dass die Heimat des Kaffees in Äthiopien liegt. Anthony Shirley führte den KW 1601 in England ein und William Perry prägte die bis heute gültige Schreibweise Coffee. Das Gebräu wurde so populär, dass in kurzer Zeit überall in Europa Kaffeehäuser entstanden. 1689 hatte dann auch Boston sein eigenes Kaffee. Die Nachfrage nach den Samen der Kaffeepflanze wuchs derart stark an, dass die Großmächte entsprechende Plantagen in ihren Kolonien anlegen ließen. Der Ursprung des Kaffeekonsums liegt im Dunkeln. Laut der urtümlichen Geschichte ist die Heimat des Kaffees in Afrika, genauer Äthiopien, Abessinien, zu finden. Dort wurde zu Beginn der aufkeimenden Kaffeekultur nicht etwa aufgegossenen Getränken gefrönt, vielmehr wurden die Kaffeesamen, die kirschähnlichen Früchte des Kaffeestrauchs, gekaut. Vorbild für diese Angewohnheit waren, wie bei vielen pflanzlichen psychoaktiven Drogen, vermutlich die Tiere. So wird etwa in Äthiopien die Entdeckung des Kaffees Ziegenhirten zugeschrieben, die bemerkten, wie ihre Tiere nach dem Genuss von Kaffeebohnen in lebhafte Stimmung gerieten. Ziegen mögen Kaffee sehr gerne, weshalb moderne Plantagen mit festen Zäunen versehen werden müssen. Diese Vorliebe könnte die Pflanze, die ihre Samen durch Tierkot verbreitet, zur Produktion von Koffein veranlasst haben. Es ist eine seit langem eingespielte Symbiose, während die menschliche Beteiligung an diesem Zyklus erheblich jüngeren Datums ist. Erst im Lauf des 10. Jahrhunderts nach Christus scheint sich der Genuss von Kaffee in der uns bekannten Form entwickelt zu haben. Im Übrigen kursiert die gleiche Geschichte um die Entdeckung des Kat im Jemen. Nach Rätsch und Müller-Ebeling 2003. Mark Pendergrast erzählt die Legende folgendermaßen. Ein Ziegenhirt namens Kaldi, der von Natur aus ein Dichter war, folgte gern den Wanderpfaden seiner Ziegen, die die Berghänge nach Futter durchkämmten. Die Arbeit war nicht besonders anstrengend, und so konnte er Lieder erfinden und auf seiner Flöte spielen. Spät nachmittags, wenn er einen besonderen schrillen Ton spielte, folgten ihm seine Ziegen, die im Wald gegrast hatten, zurück nach Hause. Eines Nachmittags aber kamen die Ziegen nicht wieder. Kaldi spielte nochmals kräftig auf seiner Flöte, doch vergeblich. Zitat Ende Hirte Kaldi fand seine Ziegen dann etwas weiter entfernt, wie sie die roten Beeren und grünen Blätter eines unbekannten Baumes fraßen und daraufhin toll wurden, herumsprangen und wilde Tänze aufführten. Kaldi mußte der Gedanke kommen, dass die Tiere sich an dem Gewächs vergiftet hätten. Sie starben jedoch nicht, sondern suchten nur am folgenden Tag denselben Hain wie zuvor auf, um sich erneut an den Früchten und Blättern des Zauberbaumes zu berauschen. Weiter zitierend: Dieses Mal, entschied Kaldi, würde er es ihnen sicherheitshalber nachtun. Zuerst kaute er an einigen Blättern, sie schmeckten bitter. Als er sie aber zerkaute, verspürte er ein schwaches Kribbeln, das von seiner Zunge hinab in den Bauch wanderte und sich von dort in seinem gesamten Körper ausbreitete. Als nächstes probierte er die Beeren. Die Frucht war süßlich-mild und die Samenkörner, die heraussprangen, waren mit einem dicken, leckeren Fruchtschleim bedeckt. Schließlich kaute er auch die Samenkörner und zerbiss eine weitere Beere. Bald schon, so die Legende, Sprang Kaldi mit seinen Ziegen umher. Gedichte und Lieder sprudelten nur so aus ihm heraus. Und er hatte das Gefühl, dass er nie wieder müde oder griesgrämig sein würde. Kaldi berichtete seinem Vater von den Zauberbäumen, die Nachricht verbreitete sich und schon bald wurde Kaffee zu einem wesentlichen Bestandteil der äthiopischen Kultur. Zitat Ende. Pendergrast geht noch weiter und erläutert die Entwicklung vom Kauen der Beeren und Blätter hin zum belebenden aufgußgetränk vermutlich hat man wie in der legende die bohnen und blätter des bun wie der kaffee genannt wurde zunächst gekaut aber die erfinderischen äthiopier entwickelten schnell schmackhaftere methoden um an ihr koffein zu kommen sie brüten die blätter und beeren mit kochendem wasser zu einem schwachen tee auf Sie malten die Bohnen, vermischten sie mit Tierfett und erhielten so eine energiereiche Zwischenmahlzeit. Aus dem gegorenen Fruchtfleisch machten sie Wein. Aus den leicht gerösteten Kaffeeschalen bereiteten sie ein süßes Gebräu namens Kischer, ein Getränk, das man jetzt unter dem Namen Kischer kennt. Vermutlich im 16. Jahrhundert hat schließlich jemand die Bohnen geröstet sie gemahlen und einen Aufguss zubereitet. Zitat Ende Eine weitere Version erzählt, dass der Hirte die Kaffeefrüchte nach Hause zu seiner Frau gebracht habe und dass diese daraufhin veranlasste, die teuflischen Bohnen in ein nahegelegenes Kloster zu bringen. Zitat Klingholz 2003 Die Mönche ließen das Teufelswerk ins Feuer werfen und wurden so unfreiwillig zu den ersten Kaffeeröstern, der betörende Duft, der durch das Kloster kroch, war stärker als die Furcht vor dem Satan. Die Glaubensbrüder retteten die Reste aus den Flammen und bedeckten sie mit heißem Wasser, damit sich ihr Geist nicht verflüchtige. In der Nacht schlürften sie heimlich von dem Trank. Fortan konnten sie vom Kaffee nicht mehr lassen. Louis Levin dokumentierte eine etwas andere, aber dennoch fast analoge Legende. Der Vorsteher eines mohammedanischen Klosters, so erzählt der Maronit Faustus Nairo, hätte von seinem Hirten erfahren, dass die Ziegen, nachdem sie die Bohnen des Kaffeestrauchs gefressen, sehr wach blieben und in der Nacht umhersprengen und hüpften. Dies hätte ihn darauf gebracht, aus diesen Früchten ein Getränk zu bereiten, um sich und seine Derwische wach zu halten, wenn sie die ganze Nacht damit zubringen sollten, in der Moschee Gebet zu verrichten. KW sei das Getränk genannt worden das Aufregende oder das den Appetit nach Speisen unterdrückende. So suchte man, hier nicht zum ersten Male, die erste Erkenntnis der Wirkung eines solchen Stoffes auf einen einfachen Zufallsvorgang zurückzuführen, zu irgendeiner Zeit in Arabien. Eine andere Auslegung der Wiegenhistorie des Kaffees findet sich in Giorgio Samorinis Buch Halluzinogene im Mythos. Zitat Die Kaffeepflanze ist arabischen Ursprungs. Ihr Anbau und ihre Verwendung als stimulierende Droge scheint ursprünglich auf das Gebiet des Jemen konzentriert gewesen zu sein, wo die erste Kaffeekultur, die archäologisch bezeugt ist, auf das Jahr 575 nach Christus datiert ist. Von dort verbreitete sich ihre Verwendung unter den Arabern und Persern zwischen dem 16. und 17. Jahrhundert von der arabischen Halbinsel ausgehend in anderen Erdteilen und erreichte im Jahre 1643 Paris gegen 1650 Südindien, 1696 Indonesien und 1723 Brasilien. Der Ethnobotaniker Samorini resümiert: Wahrscheinlich gibt es viele Erzählungen und Varianten, die jenen, die wir berichten, ähnlich sind und die sich alle um das gleiche Thema der Entdeckung der Wirkung des Kaffees durch die Beobachtung seiner Wirkung auf die sich von ihm ernährenden Ziegen drehen. Soweit die Mythologie rund um den Kaffeegenuss. Wir dürfen darüber hinaus nicht vergessen, dass sich unsere Historie immer nur auf Aufzeichnungen schriftlicher Natur beziehen kann. Möglicherweise war der Konsum von Produkten der Kaffeepflanze aber auch in anderen Regionen Afrikas schon früh bekannt, wie Gustav Schenk mutmaßte. Zitat Neben Abessinien ist es auch denkbar, dass der Kaffee in Mosambik, Victoria Nyanza und Angola, wo er wild vorkommt, längst schon vor allen schriftlichen Äußerungen darüber von den Eingeborenen verwandt wurde. Um etwa 1000 nach Christus wurde im abessinischen Hochland Äthiopiens aus grünen Kaffeesahnen eine Abkochung namens Kava bereitet. Dies war der vermutlich erste Kaffeetrunk die auch namensgebend für den Kaffee gewesen sein könnte. Das arabische Wort kawa bedeutet auf Deutsch übrigens Wein. Über die Literatur ist der früheste Kaffeekonsum im 12. Jahrhundert nachzuweisen. Damals wurde das Psychoaktivum im Jemen gebraucht. Erst im 14. Jahrhundert wurde der afrikanische Kaffee aus gerösteten Samen bekannt. Nach der alten Überlieferung brachten arabische Sklavenhändler den Kaffee dann über den jemenitischen Hafen Mocha nach Arabien. Von da soll das Getränk nach Europa gelangt sein. In der arabischen Stadt Julfa allerdings, die ungefähr 1000 Kilometer nördlich vom Jemen liegt, begann man laut wissenschaftlicher Erkenntnis fast zeitgleich wie in Afrika Kaffee zu rösten und zu trinken. Siehe die Welt 12.897. Zitat von Christian Retsch. Der Kaffee wurde von den afrikanischen Sufis, Angehörigen mystischer Geheimgesellschaften im Islam, sehr geschätzt, denn er ermöglichte ihnen, nächtelang ihren mystischen Ritualen zu frönen, ohne einzuschlafen und leichter die religiöse Ekstase zu erreichen. Die Sufis und wandernden Derwische haben stark zur Verbreitung und Popularisierung beigetragen. Zitat Ende. Ab dem 16. Jahrhundert war der Kaffee dann sowohl in den entlegensten Winkeln Afrikas als auch in Europa populär. Wieder Ritsch zitierend: In Europa wurde der Kaffee begeistert aufgenommen, als Allheilmittel gepriesen und als Aphrodisiakum benutzt. Botanisch vollständig wurde die Pflanze erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts beschrieben. Kaffee ist heutzutage vermutlich das weltweit meistgetrunkene stimulierende Getränk. Damit gehört der Kaffeestrauch zu den kulturell wichtigsten psychoaktiven Pflanzen überhaupt. In Konstantinopel führte Soliman der Große den Kaffee ein. Es entstanden dort die ersten Kaffeehäuser, die sogenannten Schulen der Erkenntnis. Und in Wien wurde 1683 das erste Kaffeehaus eröffnet. Die Türken hatten sich nach einer erfolglosen Belagerung der Stadt gerade zurückgezogen. 1690 existierten in der Modemetropole Paris bereits 250 Kaffeehäuser. Ein knappes Jahrhundert später, nämlich 1782, besaß Frankreichs Hauptstadt schon an die 1800 Cafés. Etwa um 1800 soll es in London über 500 Kaffee- und Teehäuser Coffee and Tea Houses gegeben haben. Gegen 1710 gründeten die Niederländer die ersten Kaffeeplantagen auf Java. Die brasilianischen Anbaubetriebe entstanden erst zwischen 1750 und 1850. Heute ist der weltweit legale Kaffee das populärste Stimulans überhaupt. Eines, das ohne jegliche Kontrolle genossen werden darf. Und in unserer Zeit sogar eine wichtige Rolle als stimulierende und leistungssteigernde Droge spielt. Jonathan Ott zitierend 1996 In unserer Gesellschaft herrscht ein extra medizinischer Bedarf an Stimulanzien. Beispiele sind Piloten und Fluglotsen, die die ganze Nacht arbeiten müssen und ständige Wahrheit und Wachsamkeit voraussetzen. Lastwagen und Busfahrer, Notärzte und Sanitäter, Polizisten, und natürlich das militärische Personal. Durch einen Unfall der Geschichte sind Koffein und Kaffee, Softdrinks und Tee und in stimulierenden Tabletten wie zum Beispiel No-Dos und Nikotin in Tabakprodukten akzeptierte Stimulanzien für oben genannte Berufsgruppen geworden. Kaffeekrisen und Kaffeekriege Zitierend von Corneffel 2002 Washington, USA Die Weltbank schätzt, dass allein in Mittelamerika in den vergangenen Monaten rund 600.000 Kaffeearbeiter ihren Job verloren. Phoenix, USA. 14 arbeitslose Kaffeepflücke aus Mexiko verdursten in der Wüste von Arizona bei dem Versuch, sich in die USA durchzuschlagen. Tegucigalpa, Honduras. Nach Aussage des Welternährungsprogramms führen die Kaffeekrise und eine gleichzeitige Dürre dazu, dass in Honduras mehrere 10.000 Menschen hungern. Kinder müssen wegen extremer Mangelernährung ins Krankenhaus. Addis Abeba, Äthiopien. Wegen des Preisverfalls sinken die Kaffeeexporteinnahmen Äthiopiens innerhalb eines Jahres um 30 Prozent. Der Verlust von 108 Millionen Dollar ist etwa doppelt so hoch wie der vom Norden gewährte Schuldenerlass. Neu-Delhi, Indien. In einer der größten Kaffeeregionen Indiens gehen innerhalb von zwei Jahren 20 Prozent der Arbeitsplätze verloren. 15 überschuldete Kaffeepflanzer beginnen Selbstmord. Die weltweit größten Kaffeeexporteure sind Brasilien, Vietnam, Kolumbien und Kenia. Weil unter anderem die Vietnamesen und die Brasilianer in einem relativ kurzen Zeitraum sehr viel Rohkaffee produziert haben und natürlich die anderen Anbauländer, Kenia, Mexiko, Kolumbien, Nicaragua und so weiter nicht pausiert haben, hat sich eine allgemeine und weltweite Kaffeekrise entwickelt. Grund ist ein absoluter Überschuss an Ware, also an Rohkaffee. So viel, dass er den Bedarf der internationalen Bevölkerung bei weitem übersteigt. Allein 1998 setzte Vietnam Kaffee für 600 Millionen Dollar um. Die Weltbank finanzierte den Vietnamesen die Rodung riesiger Areale Regenwaldgebiets, die Vertreibung der nativen Bevölkerung und die Installation und Instandhaltung bestialisch großer Kaffeeanbauflächen. Brasilien pflanzte im gleichen Atemzug gigantische Flächen voller Kaffee und setzte noch dazu schnelle Technologien, also Erntemaschinen, ein. Das Kaffee-Exportvolumen hat sich seither so gut wie verdoppelt. Trotzdem hat sich allein der Umsatz der Vietnamesen mit 392 Millionen Dollar fast halbiert. Nochmal zitieren Kornäffel 2002. Wenn es auf dem Weltmarkt mehr Kaffee gibt, als die Kaffeekonzerne in den Supermärkten, Coffeeshops und aus ihren Automaten verkaufen können, dann sinkt in New York und London der Preis. Zwar steigt die Nachfrage nach Kaffee von Jahr zu Jahr. Zuletzt lag sie bei 105 Millionen Säcken a 60 Kilo. Aber sie steigt nicht schnell genug. Denn die Kaffeebauern produzieren pro Jahr etwa 115 Millionen Säcke. Weitere 40 Millionen liegen in Lagerhallen und Silos. Das drückt den Preis. Zitat Ende. Aber es gibt ja noch den fair gehandelten Kaffee, Transfer. Am Erlös dieses Kaffees werden die anpflanzenden Bauern auf gerechte Weise beteiligt. Nur leider kauft diesen Transferkaffee fast niemand, weil er doch ein wenig teurer und immer noch nicht überall zu haben ist. Weiter zitierend, Das Unternehmen Transfer sorgt dafür, dass seine Partnerbetriebe den Pflanzern einen Mindestpreis weit über dem Weltmarktniveau zahlen. Deshalb ist dieser Kaffee im Laden auch manchmal doppelt so teuer wie andere Bohnen. Gerade den Deutschen, denen Discounter wie Aldi beigebracht haben, dass ihr Frühstücksgetränk billig zu sein hat, schmeckt das nicht. Fair gehandelt kommt hierzulande auf gerade mal 1% Marktanteil. In der Schweiz sind es 5%, weil dort Röster, Händler und die Regierung gemeinsam für fair gehandelten Kaffee werben. Dennoch, den 95% der Pflanzer, die nach wie vor für den billigen Massenmarkt produzieren, hilft das wenig. Zitat Ende. auch so schöne vorsätze wie der vietnamesische nur noch ein drittel der bisherigen anbaufläche zu nutzen scheinen von purer verzweiflung inspiriert zu sein ohnehin bringt selbst das keine besserung weil damit ja auch zwei drittel der kaffeebauern ihre arbeit ihren lebenserwerb verlieren doch sind es nicht die vietnamesen brasilianer kenianer mexikaner und kolumbianer allein die dieses harte schicksal trifft die Überproduktion an Kaffee macht anderen Ländern genauso zu schaffen. Das westafrikanische Uganda ist durch die Exportverluste in eine furchtbare Kaffeekrise gerutscht. Äthiopien, das fast zwei Drittel seiner Exportgewinne durch Kaffee verdient, verzeichnet aufgrund der internationalen Situation rund 150 Millionen Dollar Verlust im Jahr. Neuberger zitierend. Besonders hart sind die Verluste für kleine Länder wie Burundi, Ruanda, Guatemala, El Salvador und Nicaragua, bei denen 40 bis 75 Prozent der Deviseneinnahmen vom Kaffeeexport abhängt. Nicaragua ist ein weiteres Beispiel. Das mittelamerikanische Land steckt ebenso wie andere in einer handfesten Kaffeekrise. Da die internationalen Kaffeepreise infolge des weltweiten Kaffeeüberschusses immer mehr sanken, konnten die Kaffeeplantagen in Nordnicaragua schon 2002 nur noch wenig bis gar keinen Gewinn mehr erzielen. Viele Arbeiter verloren ihre Stellen. Im Land herrscht seitdem Hungersnot. Viele Menschen starben und sterben noch heute an den Folgen. Den wenigsten Verbrauchern wurde und ist bewusst, welches Leid durch diese centweise Ersparnis unsererseits in den produzierenden Ländern verursacht wird. Die Bauern legten in diesem Fall nur drauf, und das lohnt sich wohl für niemanden. Bei einem Produktionspreis von etwa 90 Dollar pro Quintal, gängige Einheit, ein Quintal entspricht 490 Kilogramm, konnten die Bauern bei gerade mal 60 Dollar Durchschnittspreis pro Quintal nicht lange mithalten. Die Großindustriellen, die Kaffeemultis, also Sarah Lee Corporation, Nestle und Kraftfood, verzeichneten indes immer größere Gewinnspannen, während die Kaffeefinkers reihenweise schließen mussten und knapp 90 Prozent der nicaraguanischen Landarbeiter jegliche existenzielle Sicherheit einbüßten. Es mussten erst 20 Menschen sterben, bis am 13. September 2002 ein Vertrag zwischen den Kaffeebauern, den Kaffeeindustriellen, einigen Sozialorganisationen und der Regierung geschlossen wurde. Laut diesem hatte die Regierung den Bauern gegenüber von nun an eine Fürsorgepflicht, die den Menschen die Anwesenheit und Verfügbarkeit von Arbeit, Essen und Trinken, Gesundheit und Ländereien gewährleisten sollte. Da mussten die Banken natürlich mitspielen, da aufgrund der anhaltenden Ultra-Niedrigpreise für Kaffee fast sämtliche Finkers mittlerweile ihnen gehörten. Deshalb wurde im gleichen Atemzug und, um die Einhaltung der Vertragskonditionen besser kontrollieren zu können, die Nationale Kaffeekommission gegründet. Diese bekam wenige Tage später am 25. September auch gleich zum Einsatz da eine Reihe von Kreditinstituten ungeachtet des bestehenden Vertrages weiterhin Kaffeefinkers beschlagnahmte. Alle Proteste der Kommission konnten jedoch nicht wirklich etwas bewirken. Die sozial engagierte Organisation Oxfam startete am 18. September 2002 eine weltweite Kampagne, deren Zielsetzung war, die marktbeherrschenden Kaffeekonzerne dazu zu bewegen bzw. zu zwingen, den Kaffeebauern einen angemessenen Preis für ihren Kaffee zu bezahlen. Viel ausrichten konnte die Vereinigung aber nicht. Alles über die komplette Situation und weitere Informationen gibt es in der Oxfam-Studie Bitter Armut in der Kaffeetasse, die über die oben angenannte Internetadresse www.oxfam.de zu beziehen ist. Doch der Mensch lernt trotz allem nicht aus. Es geht allem Kaffeeüberschuss und dem daraus resultierenden Leid zum Trotz weiter. Die internationale Kaffeeorganisation plante bald den Wiederaufbau der Kaffeeplantagen in Angola. Sponsert bei Nestle Starbucks Kaffee und weiteren Kaffeemultis, die sich an der zerstörerischen Kaffeekrise einen goldenen Frack verdienen. Leider ist das noch lange nicht alles Leid, das durch den Umgang mit Kaffee vom Menschen erzeugt wird. In El Salvador zum Beispiel führte die Regierung gegen ihr eigenes Volk einen erbitterten Krieg, der mit den Einnahmen aus dem Kaffeeexport finanziert wurde. Neuberger schreibt: Boykottiert salvatorischen Kaffee, forderte ein Aufkleber mit Totenkopf. Dieser Kaffee hilft mit, die Todesschwadronen in El Salvador zu finanzieren. In den USA startete die Kampagne im November 1989. Ein Jahr später riefen die dritte Weltgruppen in Deutschland dazu auf, mit einem Kaffee-Boykott Druck auf El Salvador auszuüben. Zitat Ende: Ein Boykott hat freilich niemals stattgefunden. Aus Mexiko, wo eine zapatistische Bewegung in Chiapas autonomen Kaffeeanbau betrieb, verbreitete die Grüne Liga Berlin 2004 folgende Information. Zitat nach Berichten der Hamburger Kooperative Café Libertad waren Kaffeekooperativen im mexikanischen Chiapas seit Jahresbeginn einer Welle der Gewalt ausgesetzt. Allein im Februar fielen fünf Mitglieder der Kooperative Mutwitz brutalen Überfällen oder fingierten Autounfällen zum Opfer. Die Kleinbäuerliche Genossenschaft, der rund 1000 Bauern aus 24 Dörfern in dem autonomen Landkreis San Juan de la Libertad angehörten, liefert seit dem vergangenen Jahr ökologisch angebauten Hochlandkaffee auch nach Deutschland. In Berlin ist der Kaffee Libertad unter anderem im Baobab eine Weltladen in Prenzlauer Berg erhältlich. Die Behörden bestreiten politische Hintergründe für die Morde und versuchen sie als Kaffeekriege abzutun. Wahrscheinlicher ist, dass hinter den Anschlägen die Absicht steckt, die ökonomische Grundlage der indigenen Kleinbauern zu zerstören, die sich der zapatistischen Aufstandsbewegung EZLN angeschlossen haben. Ein weiteres Motiv dürfte die Kontrolle der Kaffeeproduktion sein. Die Rolle der mexikanischen Regierung bei solchen als Raubüberfälle oder Unfälle getarnten Attentaten ist fragwürdig. Häufig zeigen die Betroffenen diese Überfälle nicht oder erst nach langem Zögern an, da sie kein Vertrauen in die staatlichen Behörden haben. Häufig schon haben Polizei- oder Regierungstruppen derartige Anzeigen benutzt, um unter dem Vorwand der Verbrecherverfolgung indigene Dörfer zu terrorisieren. Zitat Ende. Und das alles nur des Geldes wegen, wie immer. Und von welcher Seite auch immer. Lesetipp. Das Buch Das Aroma der Rebellionen des Schweizer Ethnologen Philipp Gerber erzählt von den revolutionären indigenen Zapatisten aus Chiapas, Mexiko, die eine autonome Kaffeeproduktion inklusive Fairtrade-Kooperation namens Mutwitz aufgebaut haben und deren Kaffees auch im deutschsprachigen Raum erhältlich sind. Gerber besuchte die indigenen Kaffeebauern nicht nur als Ethnologe und Menschenfreund, sondern auch als Einkäufer von fair gehandeltem Kaffee. Er wirft einen kritischen Blick hinter die Kulissen von Anbau, Produktion und Export von fair gehandeltem indigenen Biokaffee. Die Deutschen haben sich in der Weltgeschichte immer wieder hervorgetan, aber nicht immer mit Ruhm bekleckert. Zitat Neuberger. Es waren die Deutschen, die in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts die hochwertigen Kaffeequalitäten Mittelamerikas als lohnendes Handelsgut entdeckten. Es waren ebenfalls Deutsche, die den anfänglich nur vereinzelt anzutreffenden Kaffeeanbau vor allem in Guatemala und Nicaragua heimisch machten. Zitat Ende. Guatemala hat es mit den Deutschen allerdings nicht gut getroffen. Weiter zitierend: Binnen weniger Jahre hatten die deutschen Siedler die einheimischen Indios vertrieben, ihr Land in Besitz genommen und den größten Teil der Kaffeeproduktion unter ihrer Kontrolle. Deutsche Namen wie Dieseldorf, Sapper und Nottebohm standen rasch für den überwiegenden Teil der Kaffeeerzeugung, der Name Schlubach, Sapper und Co. für seinen Transport. Im Jahr 1909 sicherte sich die Firma das Transportmonopol im Norden Guatemalas. Zitat Ende. Als wäre das nicht genug, unterstützten die Deutschen mit ihrem Geld auch die Regierungs- und Militärgebaren afrikanischer Länder wie Ruanda oder Burundi. Eine unrühmliche Geschichte. Zitat. Deutsche Kaffeehändler überwiesen bis zum Sturz des ruandischen Regimes beträchtliche Summen nach Kigali. Vom Januar bis April 1994, kurz vor dem Ausbruch des dortigen Völkermords, waren es 20 Millionen Mark. Zitat Ende. Nach Burundi gingen ebenfalls enorme Mengen an Kaffeegeld aus Deutschland. Zitat. Flossen in den ersten drei Quartalen 1994 etwa 37 Millionen Mark nach Bujumbura, waren es 1995 rund 69 Millionen. Im Weltmaßstab sind das Peanuts. Hier aber handelt es sich um direkte Überlebenshilfe für die brutal herrschenden Militärs und Milizen. Zitat Ende. Um Deutschland in Sachen Kaffee einigermaßen zu rehabilitieren, bemühen wir nochmals die oben bereits erwähnten Zapatisten aus Mexiko. Es gibt nämlich in Hamburg das Kaffeekollektiv Aroma Zapatista EG. Dass indigenen Kaffeeproduzenten aus Mexiko und Kolumbien Hilfestellung beim Vertrieb ihres Kaffees leistet. So kann der Kaffeeliebhaber über das Hamburger Kaffeekollektiv diverse Sorten der zapatistischen Kaffeebauern aus Chiapas, wie auch von der indigenen Bewegung CRIC aus der Provinz Cauca in Kolumbien, erwerben und die mittel- bzw. südamerikanischen Kaffeebauern damit reell unterstützen. Die vom Kaffeekollektiv an die indigenen Bauern gezahlten Margen liegen dabei noch höher als die üblichen Fairtrade-Preise. Eine wirklich tolle Sache. Autonomer Kaffee aus Kolumbien. In der kolumbianischen Provinz Kauka betreibt ein Zusammenschluss indigener Bauern autonomen Anbau von Kaffee und anderen Nahrungsmitteln. Seit 1980 fungiert im Kauka eine Institution namens Centuic, als wirtschaftlich und fachlich unterstützender Dachverband der Kaffeebauern und Produzenten. Aroma Zabatista erklärt, Das Ziel von Zenzurik ist es, die Kaffeebauern fachlich zu unterstützen und den Familien einen faireren Kaffeepreis zu zahlen. Die Zensuit kauft Rohkaffee von zahlreichen im Krieg organisierten Gemeinschaften und Familien und vermarktet den Rohkaffee innerhalb und außerhalb Kolumbiens. Seit 2013 hat Zenzuig eine eigene Exportlizenz, wodurch sie einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Unabhängigkeit gegangen ist und nun direkt Rohkaffee exportieren kann. Durch den solidarischen Kaffeehandel mit der Zenzuig und den Verkauf des Kaffees in Deutschland unterstützt Aroma Zabatista die Autonomie und den Widerstand der Indigenen im Kauka. Brasilien wird, wie andernorts auch, um die Kaffeepflanzen und Ernte zu schützen und um die Erträge zu steigern, mit Pestiziden gearbeitet. Beispielsweise im Dorf Vila do Café im Bundesstaat Bahia. Das hat natürlich fatale Folgen, sowohl für die Plantagenarbeiter als auch für die Umwelt. Dabei werden die Sicherheitshinweise für Mensch und Natur auf den Pestiziden missachtet. Auf den Packungen der Pestizide steht in acht Punkten, was zu beachten wäre. Zum Beispiel kein Pestizid bei starkem Wind oder während der heißen Tagesstunden auszubringen, die benutzten Gefäße nicht in Seen, Quellen oder Flüssen zu waschen. Die Einhaltung der Empfehlungen wird von den Verantwortlichen in der Realität überhaupt nicht überwacht. Dokumentiert sind sieben Todesfälle und 22 für immer schwer geschädigte Personen. Zitat Ende. Ganz zu schweigen von den Umweltzerstörungen, die irgendwann alle treffen. Jede Monokultur, auch die des Kaffees, ist leichte Beute und beliebter Aufenthaltsort für Schädlinge und Krankheiten aller Couleur. Aus Zeit- und Kostengründen nutzen Bauern günstige, teilweise staatlich subventionierte, chemische Bekämpfungsmittel. Pestizide, also Insektizide und Fungizide. Das natürliche Gleichgewicht der Natur wird dabei genauso zerstört wie der menschliche Organismus, der diesen Stoffen dauerhaft ausgesetzt ist. Außerdem werden die Nährstoffe im Boden durch Monokulturen sehr differenziert sowie stark belastet und ausgelaugt. Die nun fehlenden Nährstoffe müssen von den Anbauern durch Düngungen substituiert werden. Durch die regelmäßigen Düngungen und den hohen Bedarf an Mineralien verringert sich die Qualität des Bodens dauerhaft. Das Substrat kann sich nicht mehr selbst regenerieren. Es fehlt dem Boden sozusagen die Immunabwehr. Durch die Sprühvorgänge, also die Aufbringung des chemischen Mittels auf den Pflanzenbestand, wird die Umwelt zusätzlich mit Giften belastet. Ein furchtbarer Raubbau an der Natur wird mit einem Phänomen betrieben, das sich gerade in den letzten Jahren bei Leuten, die sich für besonders schick und hip halten, etabliert hat. Wir sprechen von der Angewohnheit, für jede einzelne Tasse Kaffee eine in Aluminium oder ähnliche Materialien abgepackte Menge Kaffeepulver zu verwenden. Dafür haben die Hersteller eigens spezielle Maschinen produziert, die sich offensichtlich gut verkaufen. Zur Benutzung bieten heute alle Supermärkte und Einkaufsläden diese Alu-Kapseln an. Lavazza, Nespresso, Tassimo und wie sie alle heißen. Und diese Umweltsünde wird tatsächlich von den Verbrauchern unterstützt. Allein in Deutschland produzieren die hippen Kaffee Geeks jedes Jahr einen Alu-Metall-Kapselschrott von bis zu 4500 Tonnen. Siehe Nikolai 2014. Man muss wissen, dass für die Herstellung der Kapsel häufig Aluminium oder anderes Metall in Verbindung mit Kunststoffen verwendet wird. Und das lässt sich, wenn überhaupt, nur sehr schwierig recyceln. Ein absoluter Flop und des Kaffees nicht würdig. verbotene Substanz, Kaffeeprohibition. Zitat von Terence McKenna 1992 Unsere stereotype Vorstellung von dem, was Drogen ausmacht, wird strapaziert, wenn wir aufgefordert werden, in Erwägung zu ziehen, so köstliche Accessoires bourgeoiser Sensibilität wie Tee, Kaffee und Kakao in der gleichen Kategorie wie Heroin und Kokain anzusiedeln. Und doch sind das alles Drogen. Unser unbewusstes Streben danach, unseren Weg zurück zu den sensorischen Verhältnissen der Vorgeschichte zu finden, hat uns dazu geführt, unzählige Variationen des Aktes der Huldigung einer auf Pflanzen basierenden Psychoaktivität zu entwickeln. Man stelle sich vor, die Polizeieinheiten oder Militärs verschiedener Länder stürmen ein Café, eine Bar, einen Supermarkt, weil es dort Kaffee, Kakao, Bier oder Tee gibt. Fast unvorstellbar, aber möglich. Denn die Kontrolle über sogenannte Drogen liegt meist in der Hand des sogenannten Staates. Die Partei Die Grünen im 17. Jahrhundert wurde in Europa Kaffeetrinken mit Kerker und der Tabakgenuss mit Todesstrafe, Folter und Exkommunikation verfolgt. Heute sind es Cannabiskonsumenten, die der Staat mit eigenwilligen Strafen überzieht. 1777 erkannten die Machthaber auf dem europäischen Festland, dass Kaffeegenuss den tragenden Säulen der Herrschaftsgesellschaft, dem Klerus und der Aristokratie ganz gut zu Gesicht stand. Die Bestrafung für ein Kaffeevergehen bestand bei den Angehörigen der Klassen mit weniger Privilegien gewöhnlich aus öffentlich verabreichten Stockschlägen, gefolgt vom Zahlen einer Geldstrafe. Im Fokus der Zeit scheinen manche historische Begebenheiten geradezu lächerlich, vor allem in Bezug auf heutzutage gänzlich normale Dinge so hat das schicksal welches in unserer zeit solche psychedelika wie cannabis peyote psilocybe pilze ereilt indem diese verteufelt und verboten sind auch die mittlerweile vollkommen in den alltag eingebetteten substanzen und produkte vor einiger zeit noch einer pharmakratischen inquisition unterworfen selbst die todesstrafe wurde für den kaffeegenuss ausgesprochen und auf brutale weise praktiziert ich trinke mal einen Schluck Kaffee. Schauen wir uns eine Sammlung vielsagender Zitate zum Thema an. Andreas Giger bringt es im mittlerweile nicht mehr greifbaren Klassiker Neue Wege in der Drogenpolitik auf den Punkt: Zitat. Jeder statistische Mitteleuropäer konsumiert pro Jahr ungefähr sechs Kilo Kaffee. Niemandem käme es in den Sinn, Diskussionen darüber zu führen, ob Kaffee möglicherweise eine gefährliche Droge sei, die man unbedingt bekämpfen müsse. Dem war nicht immer so. Um 1650 war Kaffee in Europa beinahe unbekannt, um 1700 war er, zumindest bei den tonangebenden Gesellschaftsschichten, fest etabliertes Getränk. Diese Entwicklung verlief allerdings keineswegs konfliktfrei. Bis hin zu eigentlichen Kaffeeverboten reichte die erregte Diskussion um Vor- und Nachteile dieses Stoffes. Siehe 1991. Lassen wir uns nun von den bedeutenden Drogenforschern erklären, wie sich die Kaffeeprohibition im Detail zeigte. Beginnen wir mit dem großen Louis Levin und seinem Standardwerk Fantastica. Zitat: Bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts war das Kaffeetrinken vielen Menschen in die Lebensgewohnheiten gedrungen, hier und da nicht kampflos. Die Opposition dagegen begann schon im Jahre 1511, war aber selten von dauernder Wirkung, gar nicht in Deutschland, wo einige Potentätchen, wie der Gottesgnadliche von Waldeck 1775, nicht nur das Kaffeetrinken untersagte, sondern auch Zehntaler Belohnung für den Denunzianten aussetzte. Selbst Wäscherinnen und Bürgerinnen wurden belohnt, die ihre Arbeitgeber anzeigten, von denen sie Kaffee erhalten hatten. Hohe Strafen auch für Kaffeeverkäufer, also Dealer, in Landstädten und auf dem platten Lande. Die Honoratiores durften ihren Kaffee in den Hauptstädten kaufen. Der Fürstbischof Wilhelm von Paderborn erklärte 1777 das Kaffeetrinken für ein Privilegium des Adels, der Geistlichkeit und des höheren Beamtenstandes. Bürgern und Bauern war es streng verboten. Ja, selbst Stockprügel wurden in Deutschland den Kaffeetrinkern angedroht. Hermann Römp, der frühere Chemiepapst schlechthin, ergänzt in seinem Werk Chemische Zaubertränke von 1941 Zitat Die Ausbreitung des Kaffees stieß hier und da auf Widerstand, freilich lange nicht so in starkem Maße wie der Tabak. So ließ Friedrich der Große den Kaffee mit einer spürbaren Steuer belegen, damit sich das Volk wieder an Biersuppen gewöhne, mit denen seine Königliche Majestät höchst selbst aufgezogen worden sei. In einem englischen Spottgedicht des 17. Jahrhunderts wurde der Kaffee als Chinrus-Sirup und schwarzes Türkenblut bezeichnet. Zitat Ende. Und selbst eine Art Drogenpolizei gab es schon vor langer Zeit. Es gab kaffeefeindliche Despoten, die Kaffeetrinker foltern, in Kaffeesäcke einnähen und ertränken ließen. Selbst im relativ aufgeklärten Preußen Friedrichs des Großen glaubte die Obrigkeit ein Laster bekämpfen zu müssen, das keines war und keines ist. Sie nahmen sogenannte Kaffeeriecher in Dienst, die sich darauf spezialisieren mussten, herauszuschnüffeln, welcher unbotmäßige Bürger das Kaffeeverbot denn nun schon wieder übertreten habe. Aber die beamteten Schnüffler waren überfordert. Der Kaffeegenuss breitete sich immer weiter aus. Kaffeegärten und Kaffeekränzchen kamen in Mode. Die Obrigkeit resignierte schließlich und tat, was sie, wenn die Untertanen sich eine Droge partout nicht ausreden lassen, fast stets tut. Sie beteiligte sich am Ertrag des Lasters, indem sie den Kaffee mit einer Verbrauchssteuer belegte. Dabei ist es bis heute geblieben. In Preußen, zu Zeiten Friedrichs des Großen, war das Kaffeetrinken jedem erlaubt, jedoch nicht das Rösten desselben. Deshalb wurden vom König Kaffeeriecher eingesetzt, um Underdogs ausfindig zu machen, die die stimulierenden Bohnen in den eigenen vier Wänden rösteten. Auslöser für dieses frühe Drogenverbot, das Guerilla-Kaffeeröster und Drogenfahnder zur Folge hatte, war des Königs Finanzpolitik. Es ging um die immensen Steuern, die Friedrich II. auf Kaffee erhob. Der Steueranteil für das psychoaktive Genussmittel machte nämlich sagenhafte 150% des Kaufpreises aus. Ein Lot Kaffee, also 17 Gramm, kostete so viel wie das Tagesgehalt einer Spinnerin, nach FISA 2009. Was selbstverständlich zu einem schwunghaften Schwarzmarkt führte, Irgendwann rösteten sich die Untertanen ihre illegalen, geschmuggelten und steuerfreien Rohbohnen überall, weshalb der Preußenkönig schließlich das Rösten zu Hause verboten hatte. Von dem Verbot ausgenommen waren reiche Kaufleute, Geistliche, ranghohe Militärs, Ritter und Adelige. Es erinnert alles schon sehr an heutige Verhältnisse. Im schwedischen Königshaus des 18. Jahrhunderts hatte sich mit König Gustav III. ein weiterer Kaffeefeind einen Namen gemacht. Dem König war das ausländische Schlürfgetränk so unheimlich, dass er ein menschliches Experiment durchführen ließ. Um zu beweisen, dass Kaffee ein Gift sei, gab er zwei Gefängnisinsassen Kaffee bzw. Tee zu trinken. Binnen weniger Wochen, da war er sich sicher, würde der Kaffeetrinker dahinsiechen. Der Versuch brachte allerdings nicht das erwartete Ergebnis. Erst starb der Arzt, der die Gefangenen überwachte. Dann starb der zweite Arzt. Das Experiment lief weiter. 1792 wurde König Gustav ermordet und irgendwann im Alter von 83 Jahren starb dann der Teetrinker. Der Kaffeetrinker wurde entlassen. Wie alt er wurde, weiß bis heute niemand. Aber nicht nur in Europa stieß die Sitte des Kaffeetrinkens zeitweise auf Widerstand von Seiten der obrigen. In Mekka kam es zu Unruhen, als der Statthalter Kair Beck den Kaffeegenuss aus religiösen Gründen verbot. Kaya Becks Untertanen hatten sich an die neue Droge bereits gewöhnt, und weil sie nicht nur für die meisten Menschen völlig unschädlich ist, sondern ihnen überdies noch hilft, konzentrierter zu denken, schlüssiger zu kombinieren und fantasievoller zu assoziieren, vermochte niemand einzusehen, warum Allah den Menschen den Genuss einer so wohltätigen Droge missgönnen sollte. Der Kaffeegenuss wurde schließlich wieder erlaubt und bald entstanden die ersten orientalischen Cafés. Sie wurden, mit leichter Übertreibung, gelegentlich als Schule der Weisheit, Haus der Erkenntnis und ähnlich bezeichnet. Zitat Ende. Kommt uns das alles nicht irgendwie bekannt vor? Dieses Auf und Ab, was die verschiedenen Drogenverbote angeht? In der Tat hat sich bis heute nur die Liste der gebannten Substanzen verändert, nicht aber die Willkür der pharmakratischen Systeme nicht die Verfolgung von Konsumenten illegalisierter Drogen und auch nicht die Tatsache, dass Drogenverbote gar nichts mit dem Erhalt der Volksgesundheit zu tun haben, sondern lediglich wirtschaftlichen und rassistischen Motivationen geschuldet sind. Dabei waren die Methoden und die der Fantasie entsprungenen Pseudoargumente der Prohibitionisten schon immer ziemlich perfide. Im Jahr 1679 schreibt ein Anonymus an der medizinischen Fakultät der Universität Marseille Die verbrannten Partikelchen, die er im Überfluss mit sich führt, besitzen eine so stürmische Kraft, dass sie, wenn sie ins Blut dringen, die ganze Lymphe mit sich reißen und die Nieren austrocknen. Ferner bedrohen sie das Gehirn. Nachdem sie seine Flüssigkeit, seine Windungen ausgedörrt haben, halten sie sämtliche Körperporen offen und verhindern so, dass die schlafbringenden tierischen Kräfte zum Gehirn emporsteigen. Die im Kaffee enthaltene Asche verursacht durch diese Eigenschaften so hartnäckige Wachzustände, dass der Nervensaft eintrocknet. Wo es unmöglich ist, ihn zu ersetzen, tritt allgemeine Erschlaffung ein, Paralyse und Impotenz. Und durch das Sauerwerden des Blutes, das bereits so schwach wurde wie ein Flussbett im Hochsommer, werden sämtliche Körperteile saft entblößt und der ganze Körper verfällt der schrecklichsten Magerheit. Darob besorgte Regenten ließen, beispielsweise in Istanbul, die Kaffeetrinker verprügeln, ihnen die Zunge herausreißen oder sie gar in Kaffeesäcke einnähen und ins Meer werfen. Aber das Koffein, das man wegen seiner stimulierenden Wirkung als eine Art mildes Vekamin ansehen darf, war stärker. Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts trat ein US-Prohibitionist auf die Bildfläche, der in den Vereinigten Staaten gezielte und großformatige Propagandafeldzüge gegen den Kaffee initiierte, um sein eigenes Produkt, einen Kaffeeersatz, besser vermarkten zu können. Was der US-amerikanische Drogenzar Harry J. Anslinger, Sohn einer Schweizer Auswandererfamilie, einst für die Cannabis-Verbotspolitik gewesen war, fand seine Entsprechung in Sachen Kaffeeprohibition im ebenfalls US-amerikanischen Unternehmer und Erfinder Charlie Post. Post hatte 1895 seinen Kaffeeersatz Postum ein Produkt auf Basis von Getreideflocken, auf den Markt gebracht und über die Jahre zum beliebtesten Kaffeesurrogat der Nordamerikaner gemacht. Allerdings nicht ohne schmutzige Tricks, die wir auch von anderen Drogenverboten her kennen. Die Masche ist immer die gleiche. Es geht nicht um wissenschaftliche Erkenntnisse und Fakten, sondern darum, die Angst im Volk und beim Verbraucher zu schüren, egal wie. Genauso machte es auch Charlie Post mit seinen Propagandakampagnen gegen den Kaffee und das Koffein. In weit verbreiteten Anzeigen warnte Post, Zitat, vor den Gefahren des Kaffeeherzens, der Kaffeeneuralgie und der Gehirnermattung. Enthaltsamkeit gegenüber Kaffee und Genuss von Postum versprachen dagegen Aussicht auf Heilung. Tatsächlich traf Posts Werbung den Verbraucher fast buchstäblich zwischen die Augen. So schmetterte ein Slogan Verlust des Augenlichts durch den Genuss von Kaffee. Man kann mit Gewissheit behaupten, dass einer von drei Kaffeetrinkern unter einer beginnenden oder fortgeschrittenen Krankheit leidet. Kaffee sei ein Drogentrunk der Koffein eine giftige Droge enthalte, die zur gleichen Klasse der Alkaloide gehört wie Kokain, Morphium, Nikotin und Strichnin. Andere Anzeigen griffen zum Mittel der persönlichen Einschüchterung. Ist Ihre Kaffeesucht Ausdruck ihrer Verkommenheit? Verkürzt er Ihre Arbeitszeit, tötet er Ihre Lebensgeister und vereitelt all Ihre Anstrengungen, sich Geld und Ruhm zu erarbeiten? Früher oder später wird der stete Drogenkonsum den starken Mann bzw. die starke Frau niederreißen und Magen, Darm, Herz, Nieren, Gehirn oder irgendein anderes mit dem Nervensystem verbundenes Organ angreifen. Das sind schon starke Stücke, die Charlie Post da ins Feld führte, um den Ruf des Kaffees zu ruinieren. Interessant zu wissen ist übrigens, dass Post selbst Kaffeetrinker gewesen war. Trotzdem wetterte er eifrig gegen Kaffee und Koffein als tödliche Nervengifte, um möglichst noch mehr von seinem Postum-Kaffeeersatz absetzen zu können. Er schreckte nicht einmal davor zurück, die Kunden seines Surrogats mit Briefwerbung zu belästigen und ihnen hanebüchende Lügen aufzutischen, die keiner Überprüfung standgehalten hätten. So behauptete er in seiner Reklame, Kaffee sei verantwortlich für Störungen des Nervensystems und für Verdauungsprobleme. Außerdem führte er zu Lähmungen. Und er schrieb Kaffee ist ein alkaloides Gift und zersetzt zweifelsfrei das Hirngewebe. Die Postumkäufer aber glaubten dem Drogenkrieger und ließen sich verunsichern. Nicht anders läuft es heute mit dem weltweiten War on Drugs, dem Krieg gegen Drogen. Aber die Menschen sind nicht dumm und lassen sich nur bedingt an der Nase herumführen. Der Drang, psychoaktive Substanzen zu konsumieren, ist dem Menschen ohnehin immanent und lässt sich nicht durch Verbote und schmutzige Kampagnen ausrotten. Und so kam es mit dem Kaffee, wie es auch mit Cannabis seit einigen Jahren zu beobachten ist. Irgendwann erkannten die Regierungen dann auch, dass es sinnvoller sei, die Droge als Genussmittel zu legalisieren und durch kräftige Besteuerung dem Staatssäckel zusätzliche Einnahmen zu verschaffen. Zum Beispiel in der Bundesrepublik 1987 1,6 Milliarden. Natürlich hat die profane und profitorientierte Legalisierung von psychoaktiven Drogen entschieden viele Nachteile, zum Beispiel Gewalt, Armut, Hass und Neid. Der LSD-Entdecker und Erfinder Albert Hoffmann Zitat, berichtet von einer Mexiko-Reise, dass man den Präsidenten einer der Provinzen ermordete und verstümmelte, weil er durch Ausschaltung des Zwischenhandels den Kaffeepreis für die produzierenden Indios günstiger gestalten wollte. Die Ethnopharmakologen Jonathan Ott und Christian Retsch beleuchten in ihrem Buch Koka und Kokain die Dummheit der pharmakratischen Inquisitoren und stoßen dabei natürlich auch auf den Kaffee. Zitat, es gab in verschiedenen europäischen und islamischen Ländern immer wieder Kaffeeverbote, aber auch diese konnten sich nicht durchsetzen die moslems vor allem die sufis liebten den koffeinhaltigen kaffee weil sie durch dessen gebrauch ihre religiöse pflicht nächtelange meditation erfüllen konnten deshalb wurde der kaffee freigegeben Zitat Ende. doch nicht nur das der kaffee wurde schließlich nicht nur freigegeben sondern gerade in amerika und auch in europa als neue immerzu sprudelnde finanzquelle geradezu akribisch gefördert beworben und gepusht. Zitat Sass 1980 Anlässlich der ersten panamerikanischen Kaffeekonferenz in Bogota, Kolumbien, wird das Panamerikanische Kaffeebüro gegründet. Ein Hauptziel des Büros ist die Koordinierung der Werbung zur Anhebung des Pro-Kopf-Verbrauches von Kaffee in den Vereinigten Staaten durch Schaffung eines Fonds, aus dem Aufklärungs- und Werbekampagnen finanziert werden sollen. In den ersten vier Jahren nach Beginn der Werbetätigkeit, also 1938 bis 1941, erhöht sich der Pro-Kopf-Verbrauch von Kaffee in den USA um etwa 20 Prozent, während zuvor eine Zeitspanne von 24 Jahren, also 1914 bis 1937, nötig gewesen war, um eine vergleichbare Steigerung zu erzielen. Liste der von Kaffee inspirierten oder durch Kaffeekonsum unterstützten oder gar entstandenen Kunstwerke aller Genres dürfte eine unermesslich lange sein, zumal nicht jeder Künstler seine psychoaktiven Konsumgewohnheiten dokumentiert, weil sie niemandem etwas angehen. Darüber hinaus ist Kaffee ohnehin ein Schrittmacher von Konzentration und Kreativität und eine legale und akzeptierte sowie weltweit häufig verwendete Droge. Deshalb können wir davon ausgehen, dass zahlreiche Künstler sich die stimulierenden Effekte des Kaffees und des Koffeins zunutze machten und machen. Schauen wir uns in diesem Abschnitt zunächst einige Werke musikalischen Kunstschaffens und im Folgenden eine kleine Auswahl an literarischen Werken an, die sich allesamt explizit um das Sujet Kaffee drehen. Johann Sebastian Bach, Großmeister der Musik, widmete dem braunen Getränk eine ganze Kantate, die kaffeekantate wenn du mir nicht den koffee lässt so sollst du auf kein hochzeitfest auf nicht spazieren gehen durch diese wurde der Kaffee in Deutschland erst so richtig beliebt. Allerdings verhonepiepelte Bach damit sympathischerweise auch ein wenig die Gesellschaft. Zitat von Neuberger 1999 Es war kein Geringerer als Johann Sebastian Bach, der mit seinem Collegium Musicum im Zimmermannschen Kaffeehaus aufspielte. Bachs vier Orchestersuiten wurden dort ebenso aufgeführt wie seine Kaffeekantate. Das vom gusseisernen Humor jener Zeit geprägte Werk lässt ahnen, welche heftige familiären Auseinandersetzungen die neue Gewohnheit des Kaffeetrinkens bisweilen heraufbeschworen haben mag. Der Siegeszug des Kaffees war zwar nicht aufzuhalten, aber unumstritten war das populäre Getränk keineswegs. Zitat Ende Nun ein Auszug aus Johann Sebastian Bachs Kaffeekantate. Ei, wie schmeckt der Kaffee süße! Lieblicher als tausend Küsse, milder als Muskatenwein, Koffee, Koffee, muss ich haben. Und wenn jemand mich will laben, ach, so schenkt mir Koffee ein. Ludwig van Beethoven wurde eine arg übertriebene Koffeingier unterstellt. Man sagt, dass er für jede Tasse Kaffee 60 Bohnen verwendet habe. Wolfgang Amadeus Mozart hatte im Gegensatz zu Beethoven oder Bach mit seinem Liedchen Kaffee. Der Text des Stückes stammt von Karl Gottlieb Hering, schon damals für eine prohibitionsgerechte Aufklärung gesorgt. Natürlich hat der Kaffee, genau wie viele andere psychotrope Drogen, nicht nur die Altmeister der musikalischen Künste inspiriert, auch die moderne Musik bedient sich gern am Fundus dieser psychoaktiven Substanz. Zitat Rätsch, 98 Wenn man dem amerikanischen Komponisten Frank Zappa, der von vielen Musikliebhabern als psychedelischer Musiker verehrt wird, glauben kann, dann war für ihn Kaffee, neben Zigaretten, die Grundnahrung die Grundlage seiner musikalischen Produktivität Eugen Roth schrieb Kaffee ist bitter ich gestehe noch bitterer ist kein Kaffee Innerhalb der Dichtkunst bzw. innerhalb der gesamten Literatur hat der Kaffee ebenso seine Spuren hinterlassen und das, wie es sich geziemt, weltweit. Der türkische Dichter Beligi brachte dem Kaffee, dem Wein des Islam, diese schöne kleine Hymne dar. Zu Damask, Alepp und in der Residenz Kairo hat sie die Runde gemacht mit großem Hallo, die Kaffeebohne, der Ambrosia-Duft, bevor im Serai sie einzog in der Bosporluft. Die Verführerin der Doktoren, der Kadis, des Koran, zur Parteiung und Martyrtum. Doch wohlan. Nun hat sie gesiegt. Sie verdrängte, von glücklicher Stund an, im Moslemreich den Wein, den bisher man überall schenkte. In der Ballade von den Säckeschmeißern des Trios Julian Arendt, Ernst Busch und Ernst Eisler von 1930, Befassen sich die Autoren auf lyrische Art und Weise mit vielen der sozialen, ökologischen und globalen Problemen der kommerziellen Kaffeeproduktion. Hier ein kurzer Auszug. Oh, mich zieht's nach einem fernen Lande, wo die schlanke Tropenpalme prangt. In Brasilien, am Rio Grande, werden Kaffeesackschmeißer verlangt. Es gibt zu viel Kaffee auf der Welt und darum pro Zentner zu wenig Geld. Drum wird so will es das Weltgewissen, die halbe Ernte ins Wasser geschmissen. Der Lyrikparodist Gottfried Günther Röller strickt um den Kaffee, seine Zubereitung und sozialen Connections gleich eine ganze Lebensgeschichte. Hier ein Auszug. Nehmt die Frucht vom Kaffeebaume, aber grünlich lasst sie sein. In des Bleches hohlen Raume schließt die Wunderkörner ein. Machet Feuer drum, dreht die Welle um, Dass der Kaffee sich im Kreise Färbe nach der rechten Weise. Wohl, der Aufguss kann beginnen, Im Filtersack ruht das Mehl. Lasst die heiße Welle rinnen, Aber gießet ja nicht fehl. Himmelelement, hin zur Sahne rennt. Seht ihr nicht die Haube oben? Hört ihr's nicht im Topfe toben? Jetzo auf gemalter Scheibe, Tragt den edlen Kaffee fort. Dass er bald im stummen Weibe wecke das entschlafne Wort alles harret bang auf der tassenklang sie da klirren sie und geben das signal zum neuen leben der französische lyriker und schriftsteller voltaire trank ungeheure mengen an kaffee angeblich zwischen 50 und 70 tassen am tag als er, so die Legende, eines Tages von einem Bekannten vorgehalten bekam, dass er sich mit seinem Kaffeekonsum langsam aber sicher vergiften würde, antwortete er: Ja, du hast recht. Ich trinke ihn aber erst seit 65 Jahren. Der deutsche Schriftsteller Erich Kästner bezog seine maßgebliche Inspiration anscheinend aus der Kaffeetasse. Zum Abschluss stelle ich als meditativen Rausschmeißer die schönsten, lustigsten, bissigsten und auch fiesesten mir bekannten Kurzzitate und Aphorismen rund um den Kaffee unkommentiert untereinander. Möge der Leser sich dies als Inspiration für die Kaffeepause gefallen lassen. Eugen Roth schrieb, Das wichtigste Schreibmaterial ist der Kaffee. Papst Johannes Paul I. sagte, Zwei Dinge sind im Vatikan schwer zu bekommen, Ehrlichkeit und eine Tasse Kaffee. Charles Maurice de Talleyrand schrieb, Der Kaffee muss heiß sein wie die Hölle, schwarz wie der Teufel, rein wie ein Engel und süß wie die Liebe. Jonathan Swift schrieb, die beste Methode, das Leben angenehm zu verbringen, ist, guten Kaffee zu trinken. Und wenn man keinen haben kann, so soll man versuchen, so heiter und gelassen zu sein, als hätte man guten Kaffee getrunken. Pierre Danninos sagte: Die Vorliebe der Engländer für Tee versteht man erst, wenn man ihren Kaffee gekostet hat. Jiddischer Spruch. Wovon wird der Kaffee süß? Vom Zucker oder vom Umrühren? Alexander Pope schrieb: Kaffee, die Politiker weise macht, damit sie können erkennen, was sonst verhüllt das Dunkel der Nacht. Ein Schweizer Sprichwort sagt: Tee, Kaffee und Leckerli bringen den Bürger ums Eckerli. Orson Wells sagte, es gibt drei Dinge im Leben, die unerträglich sind: kalter Kaffee, lauwarmer Champagner und eine überreizte Frau. Anonymous 1757 Kaffee schlägt alle Dünste nieder, Kaffee verscheucht der Seuchen Schwarm, Kaffee belebt die matten Glieder und unterdrückt den inneren Harm. Sogar die unverschämten Flöh verjagt den Jungfern der Kaffee. Der Kaffee, das bekannte Gegengift des Weines, erregt in hohem Grade unsere Fantasie, leitet dadurch den Kopfschmerz ab und zerstreut unseren Kummer. Ohne uns, so wie das auch mit jenem Getränke der Fall, hiervon für den folgenden Tag verschonen zu können. Ohne Rede, Balzac schrieb: Der Kaffee gleitet wie Öl in den Magen und weckt alle Lebensgeister. Er lässt die Gedanken wie Bataillone aufmarschieren, schickt das Gedächtnis in die vorderste Linie. Ohne Kaffee könnte ich nicht arbeiten. Ohne Kaffee könnte ich nicht leben. André Brie sagte: Wozu die Wahrheit im Kaffeesatz suchen, da sie doch so angenehm im Wein untergebracht ist? Johann Wolfgang Goethe sagte: Habe ich doch, Freunde, immer mit Recht den Kaffee gehasst. In früheren Zeiten legten Firmen wie Ara, Fabia, Katrainer, Corona, Linde, Morley, Rheindorf, Solcafé oder Titze ihren Kaffeepackungen Spielzeuge bei. Zum Beispiel Autos, Cowboys, Indianer, Puppenmöbel, Ritter, Schiffe, Tiere und andere Dinge, die Kinderherzen höher schlagen lassen. Das war wohl auch der geplante Zweck der Sache. Das Kindlein will die Spielfigur, der Papa muss den Kaffee trinken. Katzenkaffee. Durch den Darm und in die Tasse. Unter der Bezeichnung Luwak bzw. Kopi Luwak, Englisch Cape Alamid Coffee, werden in Indonesien extravagante Kaffeearten hergestellt und angeboten, die von spezieller Natur sind. Sie entstammen nämlich den Därmen bzw. dem Exkrement von Schleichkatzen der Spezies Paradoxurus hermaphroditus, den sogenannten Fleckenmusangs. Die Tiere fressen Kaffeekirschen und scheiden deren Bohnen unbeschädigt wieder aus die dann für die Produktion von sehr teurem und exquisitem Kaffee verwendet werden, der weltweit gefragt und deshalb in Südostasien ein Exportschlager ist. Ursprünglich war der Katzenkaffee ein Produkt der armen Leute, weil Plantagenkaffee den Kolonialisten vorbehalten war. Waren es einstmals ausschließlich Wildtiere, die die wertvollen Kaffeebunnen ausscheiden, die dann gesammelt werden müssen, so hat sich heutzutage aufgrund des lukrativen Geschäftes eingebürgert, die Schleichkatzen in Käfighaltung mit Kaffeekirschen zu füttern. Daraus ist leider eine regelrechte Massentierhaltung entstanden. Sogar Versuche, Katzenkaffee künstlich herzustellen, nämlich mit Hilfe von Enzymen, die im Darm der Flecken Musangs vorkommen, wurden schon unternommen. Luwak Kaffee ist in Europa als exklusive Spezialität erhältlich, jedoch zu horrenden Preisen. Ähnliche Katzenkaffees sind im Übrigen auch von den Philippinen, Osttimor und aus Ost Vietnam bekannt. Die Coffee Time ist eine wichtige Medizin gegen die Monotonie des Hochseealltags. Beim Kaffeegespräch fühlt man sich nicht allein. Unsere Gesellschaft kennt es nicht anders. Zu Hause steht die wie auch immer geartete Kaffeemaschine. Die wird rasch mit Kaffeebohnen oder gemahlenem Pulver und Wasser befüllt, wahlweise mit oder ohne Filter. Knöpfchen drücken und fertig ist die Kaffeezubereitung. Dass aber die Zubereitung eines Kaffees auch eine Wissenschaft für sich sein kann und das Filterkaffee aus der gewöhnlichen Kaffeete einen eher minderwertigen Geschmack aufweist, wollen wir in diesem Abschnitt erhellen. Musik Kaffeebohnen selber rösten. Was wird benötigt? Grüne Kaffeebohnen, ein Herd oder Heizplatte, Pfanne oder Topf aus Edelstahl und zum anschließenden Mahlen eine Kaffeemühle. Die Pfanne oder den Topf auf dem Herd oder der Heizplatte auf 200 Grad vorheizen, die grünen Bohnen langsam hineingeben und gewissenhaft rühren oder schwenken. Schwenken, bis die Kaffeesamen bräunlich werden. Weiter schwenken, bis die Bohnen dunkelbraun geworden sind dann die Bohnen in ein anderes Gefäß geben, beispielsweise in eine Schale und abkühlen lassen. Wenn die nun gerösteten Kaffeebohnen kalt geworden sind, können sie gemahlen und verarbeitet, sprich aufgebrüht werden. Hinweis: Grüne Kaffeebohnen sind relativ schwierig zu beschaffen, denn Kaffeeröstereien verstoßen gegen das Zollrecht, wenn sie grüne Bohnen an Endkunden verkaufen. Über jede grüne und geröstete Bohne muss jede einzelne Rösterei in einem Zollbuch einen entsprechenden Nachweis erbringen. Die Grundrechenarten des Kaffeekochens. 1. Filtern. Diese Methode ist im Zeitalter der Kaffeeautomaten die verbreitetste. Einige Menschen nutzen noch die urtümliche Variante des Filterns, die heiß aufgespülte Kaffeekanne, hinstellen, Optional in ein heißes Wasserbad, Filter drauf Dederon-Beutel oder Filtertüte mit dem Kaffeepulver rein, je Tasse etwa ein Teelöffel Pulver, das entspricht ca. 6 Gramm, und sukzessive sprudelnd kochendes Wasser aufgießen. Vor dem Genuss nochmal umrühren. Ein Tipp vom Profi: So brüht ein Barista einen Filterkaffee auf. Filtertüte mit heißem Wasser ausspülen. Kaffeepulver in den Filter geben. Das Pulver mit siedendem Wasser nur bedecken und 30 Sekunden vorquellen lassen, damit sich die Kaffeeporen öffnen. Anschließend den Rest des Wassers nachgießen, bis der Kaffee fertig ist. 2. Aufbrühen: Kaffeepulver in sprudelnd kochendes Wasser geben, entweder direkt in die Kanne oder noch in den Kochtopf, 5 Minuten ziehen lassen und abseien. Optional kann der Kaffee mit ein bis zwei Esslöffeln kaltem Wasser abgeschreckt werden, umrühren, vom Herd oder Feuer nehmen, fünf Minuten abgedeckt ziehen lassen und dann filtern. Filtert man das Kaffeepulver nicht ab, zum Beispiel beim Camping, wenn sich die Möglichkeit nicht bietet, so kann dieser Cowboy- oder Western-Kaffee genannte Trunk trotzdem genossen werden. Er ist dann auch nicht stärker, da das Koffein aus dem Pulver sich im Wasser gelöst hat und der Kaffeesatz somit annähernd wirkstofffrei ist. Wems schmeckt. Drittens. Aufkochen. Bei dieser Methode gibt man das Kaffeepulver ins sprudelnd kochende Wasser, lässt es einmal aufwallen und fünf Minuten ziehen. Dann nur noch abseihen, Satz verwerfen, falls keine andere Verwendungsmöglichkeit gegeben ist, und fertig. Tipp: Manche Leute mögen es geschmacklich besonders gern, wenn zum Kaffeepulver direkt in den Filter eine Prise Salz, Zimt oder Kakao gegeben wird. Als Geheimtipp gilt das Hinzufügen eines Schokoladenregels in den Kaffeefilter. Jetzt ist der Kaffee aber erst gekocht und nicht alle Menschen mögen ihn schwarz. Manche süßen den Kaffee, manche verfeinern ihn mit Milch, Kondensmilch oder Sahne. Manche würzen ihn mit allerlei Aromen wie Kardamom, Kakao, Salz oder anderen. Die klassischen Arten der Kaffeezubereitung sind jedoch schwarz mit Zucker oder mit Milch. In Spanien zum Beispiel unterscheidet man en gros drei Arten der Kaffeezubereitung. Kaffee Solo, schwarz. Cortado, mit gesüßter Kondensmilch und etwas Milch. Kaffee Con Leche, Milchkaffee. Menschen mischen ja gern, besonders dann, wenn es einen pharmakologischen Sinn oder Nutzen hat und geschmackliche Vorteile mit sich bringt. Kaffee wird mit vielerlei anderen Lebensmitteln oder auch mit psychoaktiven Substanzen gemixt. Weiter unten werde ich das anhand der diversen Combos und Connections weiterführend darstellen. Interessanterweise erhalten wir hierzulande in unserer technisierten Welt hauptsächlich schlechte Kaffeeverschnitte. Das heißt Kaffees, die aus diversen, meist billigen Sorten zusammengemixt sind. Es gibt aber auch anderen echten und wilden Kaffee. Wildwachsenden Coffea Arabica. Solcher wächst beispielsweise in einigen Waldgebieten des äthiopischen Hochlands, allerdings in so geringer Quantität, dass eine billige industrielle Vermarktung nicht möglich ist. Äthiopischer wilder Kaffee entfaltet ein gänzlich anderes Aroma als der uns bekannte Kaffee, der mit dem echt wilden Kaffee überhaupt nicht verglichen werden kann. Klingholz 2003, zitierend Wildkaffee hat, wie die Winzer sagen würden, Terroir, also einen Geschmack, der aus der Umgebung resultiert. Selbst Waldgebiete, die nur wenige Kilometer voneinander entfernt liegen, bringen Kaffees von ganz unterschiedlichem Charakter hervor. Zitat Ende. Rainer Klingholz ist Vorstandsmitglied des Hamburger Vereins GEO schützt den Regenwald. Der eingetragene Verein kämpft um den Erhalt des Bonga Forest und vertreibt unter dieser Flagge den Wildkaffee aus Kaffa. Dabei ist der Fokus auf die angemessene Entlohnung der in Kaffa ansässigen Kaffeebauern gerichtet. Zitat: Wir zahlen faire, angemessene Preise. So viel, dass die Bauern ihren Lebensunterhalt bestreiten und die Kinder zur Schule schicken können. Zitat Ende aus Triple 2003. Eine ursprünglich vorgesehene Kooperation mit Chibo musste aufgrund der ausschließlich profitorientierten Firmenpolitik des Kaffeemultis unterbleiben. So entschied der Verein, das Geschäft zusammen mit einem kleinen Freiburger Unternehmen namens Amber Corporation zu machen. Die Amber Corporation AG arbeitet im Verbund mit der Amber Foundation, einer Stiftung zur Unterstützung kleinbäuerlicher Betriebe in den benachteiligten Ländern. Im Juni 2003 war es dann soweit. Der erste Regenwaldkaffee kam in Deutschland an und selbst die hiesigen Kaffeeexperten und Verkoster kannten solcherlei edle Genüsse bis dahin nicht. Hier der O-Ton einer Fernsehreportage. Wirklich einzigartig. Fruchtiger, bananiger Geschmack. So einen äthiopischen Kaffee haben wir noch nie getrunken. Erstaunlich. Die Lieferungen erreichen Europa seither regelmäßig und ungefähr 1000 Kaffeepflückerfamilien aus Bonga und anderen Dörfern Kaffers erhalten damit angemessene Preise für ihre Arbeit. Das Projekt Geo schützt den Regenwald bietet zusammen mit Amber echt äthiopischen Wildkaffee zum Verkauf an. Es gibt mittlerweile auch in Europa Kaffeesorten, die von Cafeteros südamerikanischer Stämme hergestellt werden, zum Beispiel Kaffee vom Stamm der NASA und den schon etwas bekannteren Kaffee von den Hütern der Erde, den Kogi-Kaffee vom Stamm der Kogi. Beide Stämme leben in Kolumbien und produzieren einen herrlich nachhaltigen Bio-Hochland-Kaffee. Zitat von www.urwaldkaffee.de Genau wie bei den Kogi werden von den Schamanen der NASA verschiedene Rituale für den Kaffee über das Jahr vollzogen. Alte Bäume werden nicht gefällt, junge nicht geschnitten, nur weil es praktischer ist. Diese Kaffees wachsen organisch, ohne Dünger und Pestizide, im Einklang mit der Natur, heißt es auf der Internetseite des deutschen Importeurs beider Kaffees. Kaffee aus Peru, Äthiopien und Mexiko gibt es außerdem im Onlineshop Happy Coffee. happycoffee.org Eine gute Tasse Kaffee kann den schlimmsten Tag erträglich machen, einen Moment des Nachdenkens verschaffen oder eine Romanze wieder aufflammen lassen. Auch beim Kaffee ist die Beherzigung der Theorie und Praxis von Dosis, Set und Setting von Relevanz. Zwar sind Set und Setting ohne Frage nicht so erheblich wie beim Gebrauch von psychedelischen Molekülen und Zubereitungen. Altdrogenforscher Gustav Schenk erörtert aber, wieso Kaffeewirkung nicht gleich Kaffeewirkung ist. Zitat von Schenk 1954. Es wäre wirklich recht einfach, unbekannte und unterschiedliche Pflanzenkräfte mit dem Wort Gift zu bezeichnen und dann zum Beispiel zu sagen: Das Koffein im Kaffee oder im Tee entfalte so immer seine bekannten gleichen Eigenschaften, es verursache also Erregung, Wachheit. Triebe die Energien an, verschärfe die Sinne und verscheuche die Müdigkeit. Je nach der Zubereitung und Menge des genossenen Kaffees und, was ganz besonders entscheidend ist, je nach der körperlichen und seelischen Verfassung, ja eben auch nach der Gesamtkonstitution des Kaffeetrinkers, kann Folgendes eintreten. Statt behaglicher Entspannung können Todesängste einsetzen, statt Erregung unwiderstehliche Müdigkeit. Aus müheloser Gedankentätigkeit kann niedergeschlagene Dumpfheit entstehen. Zitat Ende. Schenk lässt diese Behauptung nicht einfach so stehen, sondern unterfüttert sie durch Exempel aus dem wahren Leben. Zitat. Mich besuchte ein Türke aus Ankara. Ich konnte ihm, der ein leidenschaftlicher Kaffeetrinker war, nicht schnell genug sein Getränk vorsetzen. Doch. Nach dem Genuss der ersten Tasse meines Filterkaffees zeigte er alle Anzeichen einer leichten Vergiftung Fieber, Schweißausbruch, Händezittern, Atemnot. Er war es gewohnt, sein Kaffeepulver mit viel Zucker und Wasser kalt anzusetzen, dann erst zu kochen und aufwallen zu lassen, um so den glühend heißen, sehr mehligen Trank zu schlürfen. Zwanzig kleine arabische Tässchen in drei Stunden nahm er gewohnterweise zu sich. Er genoss also den Kaffee mit den gesamten Mahlprodukten, den Ballaststoffen und vertrug ihn so ohne Schaden. Ich kannte auch Kaffeetrinker, denen die erste Tasse Beklemmungen, Ängste und Herzklopfen verursachte, die aber bei weiterem Kaffeegenuss schwanden und einer gelassenen, unerregten Behaglichkeit Platz machten. Aus diesen Tatsachen wird leuchtend klar, wie sehr allen Giften die Heilkraft zugeordnet ist. Zittert Ende. Die Coffeea Tropan Connection. Zur Coffea-Tropan Connection gehören Kombos, die aus Coffea und Tropan-Alkaloid-haltigen Pflanzen bestehen, zum Beispiel einigen Nachtschattengewächsen, Solanaceae. Warum heißt die Connection dann nicht Coffea Solanaceae Connection? Nun, weil erstens nicht alle Solanaceae Tropane enthalten, vergleiche Nicotiana und die Coffea Nicotiana Connection, und weil zweitens auch Pflanzen anderer Familien solche beherbergen können, zum Beispiel die Zaunwinde Kalystegia aus der Familie der Convolvulaceae. In Arabien würzte man früher den Kaffee mit zerdrückten Samen des Bilsenkrautes Hyoscyamus Niger aus der Familie der Solanaceae. Der stimulierende Trunk kann dann je nach Dosierung stark visionäre und halluzinogene Eigenschaften gehabt haben. Bei besonders stark zubereitetem Kaffee und alkaloidreichen Bohnen können diese Coffea hyoskyaminus Connection eine gewisse Ähnlichkeit mit einer Cooker Tropan Connection aufweisen. Eine weitere Verbindung besteht zwischen Coffea und dem Tollkraut Scopolia carnioliza, ebenfalls der Familie der Nachtschattengewächse zugehörend. Die Wurzel des Tollkrauts wird gekocht, bis sie weich ist, zermahlen und dem Kaffee oder auch Bier zugefügt. In Ostpreußen machte man mit dieser Connection auch üble Scherze. Manche Leute haben sich, Zitat, einen Spaß daraus gemacht, anderen etwas von der Wurzel in den Kaffee zu tun, um sich dann über das unsinnig erscheinende Verhalten des Berauschten zu amüsieren. Zitat Ende, Rätsch 98 Aus Fühner 1919. Die Coffea-Nicotiana-Connection. Diese Verbindung ist eher eine moderne und von unserer Zivilisation geschaffene. Ebenso wie abends zum Bier die Zigarette gehört, schwören viele rauchende Zeitgenossen am Morgen, am Mittag und nachmittags auf die Zigarette zum Kaffee. Diese Kombination weckt wohlige, gemütliche Stimmungen und kann beispielsweise am Arbeitsplatz ein Stück zu Hause assoziieren, das Gefühl vermitteln, auf der Couch zu sitzen und in entspannenden Träumen zu schwelgen. Viele geben auch an, dass die morgendliche Zigarette zum Kaffee die Darmperistaltik verlässlich anregt und dass diese Connection somit zu einem erfolgreichen Toilettengang verhilft. Die Coffea Theobroma Connection Kaffee und Kakao werden gern gemeinsam genossen. Üblich sind alle möglichen Varianten der Zubereitung. Entweder wird der Kakao zusammen mit dem Kaffeepulver aufgebrüht oder aber es wird ein wenig oder etwas mehr Kakao auf Milchkaffee gestreut oder der Kaffee wird einfach mit Pseudokakaomischungen mischungen wie Kaba und dergleichen gesüßt. In London sind Mischungen aus Kaffee und Kakao besonders beliebt. Moderne Coffea Theobroma Connections bilden solch industrielle, aber leckere Produkte wie Pocket Coffee, diverse mokka Kaffeesahne und Cappuccino-Varianten diverser Schokoladehersteller, Sücha, Schogetten, Milka, Rittersport und so weiter oder die Milka Schokolade mit Kaffeecreme-Füllung. Die Coffea Cannabis Connection Es existieren zwei bekannte Zusammenhänge zwischen Coffea und Cannabis. Zum einen wird Hanf oftmals in Zentralafrika zusammen mit Kaffee verwendet. Zum anderen sollen auch die Türken früher zum Haschischgenuss Kaffee getrunken haben, um die einschläfernde Wirkung der Cannabinoide einzudämmen und aufzuheben. Heutzutage gibt es von verschiedenen Anbietern sogenannten Hanfkaffee. Das ist etwas irreführend, weil man aus Hanf natürlich keinen Kaffee kochen kann. Solche Produkte bestehen meist aus fertig gemahlenem Kaffee der mit gerösteten Hanfsamen angereichert wird. Hanfkaffees enthalten also keine psychoaktiven Cannabinoide. Einen Psychotropen-Cannabis-Kaffee muss man sich schon selbst herstellen, entweder mit Milch oder unter Verwendung eines alkoholischen cannabis damit die Cannabinoide sich lösen. Der Genießer gönnt sich einen leckeren Kaffee und einen Cannabiskeks. Infolge der günstigen Wirkungen auf die Muskulatur wird Kaffee auch als Belebungsmittel für Pferde bei anstrengenden Märschen verwendet. Das betrügerische Dopen der Rennpferde besteht häufig in der Verabreichung von Koffein. Kaffee wird nicht nur getrunken, Verschiedene Ethnien haben verschiedene Methoden entwickelt, sich des stimulierenden Inhaltsstoffs der Koffea ja habhaft zu machen. In Ostafrika zum Beispiel kaut man, so wie andernorts Betel, Koka oder Kat, rohe Kaffeebohnen mit Zucker. Es gibt arabische Volksstämme, die das wässrige Extrakt der Rohkaffeebohne, das im Geschmack ein wenig an chinesischen Tee erinnert, trinken, oder die den Rohkaffee kauen, wie einzelne afrikanische Stämme am Viktoria-Nyanza-See. Einen Schritt weiter gehen die Gallas von Abessinien, die aus den gebrannten, ungemahlenen Bohnen Kuchen formen und diese verzehren. Endlich wird auf Sumatra und in einigen Gegenden Javas das Kaffeeblatt geröstet. Zerkleinert und aus dieser Masse ein sehr wohlschmeckendes, nicht aufregendes Giser, genanntes Aufgussgetränk, bereitet. In Malaysia und Indonesien, wo der Kaffee durch die Kolonialmächte hingelangte, wird ein Aufgussgetränk aus den ebenfalls koffeinhaltigen Blättern des Kaffeestrauchs getrunken. Den Kaffeesatz nutzte man in Europa früher, vor allem im 18. Jahrhundert, zum Wahrsagen. Nützlich ist der Kaffeesatz auch im Kompost, da er Regenwürmer anlockt. Der Volksmund sagt, Kaffeesatz sei der beste Dünger für Schnittlauch. In Südamerika gibt es die Sitte, Kaffee einzudicken und dann das Konzentrat mit Wasser oder Milch aufzugießen. Doch zurück zur echten Verwendung, der Einnahme. In der Enzyklopädie der psychoaktiven Pflanzen finden sich weitere Hinweise auf ethnopharmakologische Verwendungsarten. Zitat: In Äthiopien und anderen afrikanischen Ländern werden die getrockneten und oder gerösteten Blätter des Kaffeestrauchs zerkleinert, mit Wasser ausgekocht und mit etwas Milch versetzt, gesüßt oder gesalzen, getrunken. Ein Aufguss aus den Blättern oder Fruchthülsen heißt in Äthiopien Hoya und wird mit Milch getrunken. Außerdem gilt ein Deko aus Coffea arabica als Zutat für psychoaktive Klistiere. Im Übrigen findet Kaffee auch als Schnupfpulverzubereitung Verwendung nach Hunnius 1998. Die Araber rösten vielfach noch heute das getrocknete Fleisch der Bären braun und schütten das Pulver in kochendes Wasser. Dies nennt man dann Kaffee al Sultane, Saka, oder Salabi Die rituelle Koffeanutzung Die Tee- und Kaffeepause ist das einzige Drogenritual, das von denen, die vom modernen Industriestaat profitieren, tatsächlich nie Kritik einstecken musste Kaffee wird als Entheogen im Vergleich zu anderen psychoaktiven Pflanzen relativ selten gebraucht. Das liegt vielleicht daran, dass mit Kaffee allein keine wirklich visionäre Erfahrung im Sinne eines Psychedelikums gemacht werden kann. Immerhin ordnete schon Levin den Kaffee und das Koffein in die Reihe der Excitantia, der Erregungsmittel ein. Der Ethnopharmakologe Christian Retsch sagt dazu allerdings Folgendes: Ursprünglich hatten Kaffeezubereitungen berauschende Wirkungen, die sich besonders aus den Zutaten ergaben. Kardamon, Zimt, Betel, Ingwer. Wir kennen also auch entheogene Verwendungszwecke des Kaffees. Zum Beispiel bei den Dervischen und Sufi-Orden, die Koffeer nutzen, um nächtelange Rituale, also Meditationen, Geheimrituale und Gebete, zelebrieren zu können. Oder in Afrika und der allgemeinen religiösen Praxis des Islam. Wieder Rätsch zitierend. In Ostafrika glaubt man, dass in den Kaffeebohnen Geister wohnen und dass sie deswegen magische Kräfte in sich haben, die durch Rituale und Beschwörungen nutzbar gemacht werden können. Der arabischen Legende nach wurde dem kranken Mohammed vom Erzengel Gabriel der erste Kaffee zur Genesung gereicht. Deshalb ist er heilig und wird im Islam als Zeremonialtrank benutzt. In Swahililand wird bei allen religiösen Riten, beim abendlichen Koranlesen und bei mitternächtlichen Gottesdiensten in den Moscheen reichlich Kaffee getrunken, vermutlich um bei dem Sermon nicht einzuschlafen. Zitat Ende. Gewürzkaffee ist der bevorzugte Ritualtrank für die heidnisch-islamischen Riten der bantusprachigen Völker. In der äthiopischen Provinz Kaffa wird eine Kaffeezeremonie, ein Begrüßungsritual, praktiziert, die offenbar keinen religiösen Hintergrund hat, sondern einfach nur originell, gastfreundlich und gemütlich anmutet. Zitat aus Klingholz 2003. Deratu, die Frau des Hauses, in weißes Tuch gehüllt, bringt die notwendigen Utensilien. Sie legt frisches Gras auf den Hüttenboden, stellt ein gusseisernes Stöfchen auf und entfacht darin ein Holzkohlefeuer. Dann rückt sie ihren flachen Schemel zurecht, wäscht zwei Handvoll grüner Kaffeebohnen und streut Weihrauchkrümel über die Glut. Schwerer, süßlicher Nebel umwabert den Besucher. Der erste Teil des Sinnesrausches hat begonnen. In einer flachen Blechpfanne gibt der Ratu die Bohnen über die Glut und wendet sie sorgfältig. Nach ein paar Minuten verfärben sie sich, feiner bläulicher Qualm steigt auf, es knistert, es knackt. Die Bohnen blähen sich auf und schweres Kaffeearoma mischt sich in den Weihrauchduft. Genau im richtigen Moment nimmt der Ratu die Pfanne vom Feuer, zerstampft die braun glänzenden Bohnen zusammen mit einer Prise Kardamom in einem Mörser und trichtert das Pulver in eine dünnhalsige, schwarze Tonkanne, die in keinem äthiopischen Haushalt fehlen darf. Zweimal wird der Sud aufgekocht, während neue Aromen durch die Hütte strömen. Der Ratu bereitet Popcorn und röstet Getreidekörner zu einem äthiopischen Snack. Dann schüttet sie schwungvoll in hohem Bogen tiefschwarzen Bunna, so heißt der Kaffee auf Amharisch, in die vorbereiteten Trinkschälchen. Fein und mild säuerlich, nur schwach bitter, blumig und fruchtig schmeckt der heiße Trank mit einer Fülle und einem Körper wie kein anderer Kaffee der Welt. Aphrodisia Kaffee als Liebesmittel Die Einladung zur berühmten Tasse Kaffee ist Synonym für ein Date, inklusive erotischen Abenteuers und bietet die Möglichkeit, sich dezent, aber offen zum Sex zu verabreden, ohne dies direkt aussprechen zu müssen. Ob sie plump oder zärtlich daherkommt, von einer Frau oder einem Mann ausgesprochen wird, die Einladung auf eine Tasse Kaffee ist heute, wenn sie angenommen wird, akzeptiertes Codewort und gehört zu den nahezu verbindlichen Verhaltensmustern, die am Anfang einer Beziehung mit erotischem Ziel stehen können. Kaffee selbst ist, auch wenn er im 17. Jahrhundert in Europa zeitweise als Potenzkiller galt, Weltweit ein Aphrodisiakum, ein Liebesmittel, ein sexueller Antörner. Dasselbe gilt im Grunde für alle Koffeindrogen und für die erregenden Stimulantien im Allgemeinen. In Europa erkannte man den Kaffee von Anfang an als Aphrodisiakum, dessen Bohnen magische Kräfte innewohnen. In ihrem Lexikon der Liebesmittel schreiben Claudia Müller-Eberling und Christian Retsch zu diesem Thema in Europa wurde das orientalische Getränk im 16. Jahrhundert begeistert aufgenommen, als Allheilmittel gepriesen und als Aphrodisiakum benutzt. Mit Kardamom zubereitet, ist Kaffee ein hervorragendes Stimulans. Pro Teelöffel Kaffee nimmt man einen halben Teelöffel gemahlenen Kardamom, bereitet den Kaffee wie gewohnt zu und süßt ihn mit Honig oder Instantkakao. Dieses Gebräu duftet nach allen Verheißungen des Morgenlandes. Die ätherischen Öle des Kardamoms regen Kreislauf, Hormonhaushalt und Stoffwechsel an. Das Koffein stimuliert die Sinne, vermindert die Reaktionszeit, hebt die Stimmung und steigert die körperliche Leistungsfähigkeit. Kaffee und Erotik sind auch wiederkehrende Motive der Porzellankunst. Einige Maler verzieren bereits im 17. Jahrhundert Porzellan mit Darstellungen von wilden Partys und Orgien sowie sexuellen Inhalten. Ein Kaffeeservice goldenes Kaffeezeugs des Kurfürsten August des Starken (1670–1733) verbirgt auf den Unterseiten der Teile Illustrationen mit barbusigen Frauen, während das Porzellan selber mit barocken und gänzlich unerotischen Motiven geschmückt ist. In Leipzig steht das auf der Welt älteste Original-Kaffeehaus zum arabischen Kaffeebaum. Dort lief im Jahr 2002 eine Ausstellung zum Thema Kaffeelegenden sowie zu Kaffee als Aphrodisiakum. Eine andere Ausstellung zu Kaffee und Erotik fand 1999 in der Porzellanmanufaktur Fürstenberg in Fürstenberg an der Weser statt. Einer der ersten Slogans zur aphrodisischen Wirkung des Kaffees war schon um 1700 in Deutschland populär und gab der Ausstellung ihren Titel. Koffeium wirft die Jungfrau um. Zum gleichnamigen, die Ausstellung begleitenden Buch siehe Kasten. Das Buch versammelt zahlreiche Abbildungen von Porzellan und Grafiken rund um den erotisierenden Kaffee sowie Legenden und Geschichten, unter anderem die Ansichten des deutschen Orientreisenden Adam Olearius, nach denen der übermäßige Gebrauch dieses Wassers, also des Kaffees, die fleischlichen Lüste vertilget, was allerdings im krassen Gegensatz zu der auch in Europa bekannten sogenannten Kaffeehausprostitution steht. Diese Kaffeehausprostitution war bereits im 16. Jahrhundert in Europa und Asien nichts Ungewöhnliches. So holten sich die damaligen Kaffeesiedler sowohl weibliche als auch männliche Sexarbeiter ins Haus und boten deren Dienste den kaffee- und liebesdurstigen Kunden an. Bald nach Einführung des Kaffees in Europa entwickelte sich die bis heute fortbestehende Kaffeehausprostitution. Ähnlich verhielt es sich mit den in London einst modernen Tea Gardens. Eine moderne Variante der Kaffeehausprostitution hatte sich der Schweizer Erotikunternehmer Bradley Charvet 2016 ausgedacht. Er wollte in Genf ein Kaffee eröffnen, in dem Mann sich für 65 Franken einen Blowjob zum morgendlichen Kaffee hätte kaufen können. Die Eröffnung des geplanten Café People, in dem der Begriff Morgenlatte eine ganz neue Bedeutung bekommen hätte, wurde jedoch von den Behörden bisher verhindert. Weil Prostitution in Kaffeebetrieben in der Schweiz nicht erlaubt ist, verfolgt Chavit nun die Idee, das Etablissement mit Sexrobotern auszustatten. In London konnten Kollegen Chavez mit dem Felatio Kaffee die Idee mit dem erotischen Kaffee bereits umsetzen. Das Unternehmen wirbt damit, den teuersten Kaffee der Welt anzubieten. Für 65 Pfund gibt's zum Kaffee ein iPad, auf dem die ausschließlich männlichen Kunden sich eine Sexdienstleisterin aussuchen und diese anschließend in Separé mitnehmen können. Nach Erkenntnissen US-amerikanischer Forscher haben Kaffeekonsumenten eine kräftigere, aktivere Libido als beispielsweise Teeliebhaber. Koffein und Co. Die Inhaltsstoffe des Kaffees. Kramer 2004. Im Kaffee findet man nicht nur Koffein, sondern auch über 700 Aromastoffe, die zu klassifizieren ein Ausmaß an Liebe zur organischen Chemie voraussetzt. N.A. 1951 Dampft man 0,01 Gramm Koffein in einem Porzellanschälchen mit 10 Tropfen Wasserstoffsuperoxidlösung und 1 Tropfen Salzsäure ein, so hinterbleibt ein gelbroter Rückstand, der sich beim Befeuchten mit 1 Tropfen Ammoniakflüssigkeit purpurrot färbt. Folgende chemische Komponenten und Verbindungen befinden sich im Kaffee. Koffein, Kaffeesäure, Cholin, Trigonellin, Theobromin, Theophyllin, Paraxanthin, Theakrin, Liberin, Methylliberin, Chlorogensäuren, Gerbstoffe sowie Diterpenalkohole, Cafestol, Sitosterin, Stigmasterin, Dihydrositosterin, Koffeasterin, im Kaffeeöl- und Fettsäurederivate des 5-Hydroxytryptamin im Kaffeewachs. Nach dem Rösten und bedingt durch den Röstvorgang enthalten Kaffeebohnen außerdem Nikotinsäure, Alpha-Furfurylmercaptan, Kaveofuran, 5-Hydroxindole, Alkane, Trigonellin und Pigmente. Im speziellen Koffein. Koffein entstammt der Stoffklasse der Purinalkaloide, auch Purine, und ist ein natürliches und kurzwirksames Stimulans. Koffein hat als Volksdrogeeingang in weltweit so gut wie jeden Kulturkreis gefunden. Synonyme: Koffein, Kaffein, Tein, Guaranicum, Englisch Caffeine. Koffein in Kaffeeblättern: Auch in den Blättern, Stängeln und sogar in den Blüten der gängigen Kaffeepflanzen kann Koffein und Theobromin nachgewiesen werden. Jüngere Blätter und Blüten haben dabei einen höheren Alkaloidgehalt als reifere, ältere Blätter und Blüten. Dies ist schon recht lange bekannt, aber mehr oder weniger in Vergessenheit geraten. Mitte des 19. Jahrhunderts hatte die Fachwelt angeregt, darüber diskutiert, denn nicht nur die Bohnen, sondern auch die Blätter und Stängel der Kaffeepflanze können in geröstetem Zustand zum Aufguss eines stimulierenden Getränks verwendet werden, das geschmacklich irgendwo zwischen Kaffee und Tee liegt. Ernst Freiherr von Bibra hat in seinem Buch Die Narkotischen Genussmittel und der Mensch von 1855 den Kaffeeblättern ein eigenes Unterkapitel gewidmet, in dem er erklärt: Zitat, nach den meisten Untersuchungen hat sich die Menge des im Kaffee enthaltenen Kaffein auf 0,8% bis 1,9% herausgestellt. Es enthalten also die Blätter des Kaffeebaums eine größere Menge als die Bohnen. Zitat Ende. Die Angewohnheit, aus Kaffeeblättern ein Getränk zuzubereiten, ist unter anderem aus Java und Sumatra bekannt geworden. Aber, Zitat, die Wirkungen, welche das aus diesen Blättern bereitete Getränk in physiologischer Hinsicht auf den Organismus ausübt, ist nicht angegeben und ohne Zweifel auch noch zu wenig studiert worden. Vielleicht lässt sich aus dem schwächer gerösteten Produkte ein teeähnliches Getränk herstellen, welches bei stärkerer und besonders zweckmäßiger geleiteter Röstung dasselbe dem Kaffeeabsude näher kommen dürfte. Zitat Coffea bengalensis und andere Coffea-Arten enthalten ebenfalls Koffein in ihren Blättern. Ethnobotanik: Koffeinhaltige Pflanzen. Levin 2000 welche langen dunklen Wege wurden begangen, um schließlich zu dem Endziel gelangt sein zu können, dass der Araber in Jemen oder dem glücklichen Arabien die Kaffeebohne nicht nur fand, sondern sie auch als erregendes Genussmittel erkannte, zubereiten lernte und lehrte, dass der Bewohner des Sudans die Kolanuss, die gleichfalls Koffein enthält, aus dem gleichen Grunde schätzen und lieben lernte und sie weit verbreitete. Dass der Ostasiate den Teestrauch als ein hohes Wertobjekt erkannte und die Blätter richtig behandelte, um daraus gleichfalls ein koffeinenthaltendes Getränk zu gewinnen. Dass Südamerikaner von Brasilien, Paraguay, just eine Ilex-Art unter den Tausenden sie umgebender Pflanzen der äquatorialen und subäquatorialen Flora als ein gehirnerregendes Produkt erkannt haben, das diese Wirkung durch Koffein erzeugt, oder schließlich, dass der Indianer am Amazonas ein Produkt der Paulinia Sorbilis als koffeinhaltiges Material benutzt? Musik Das Kaffein, das heißt Kaffee, Tee, Guarana, Schokolade, Mate und andere weniger bekannte Substanzen, erzeugen selten einen eigentlichen Rausch, den nur Leute von ganz besonderer Empfindlichkeit an sich erfahren können und nur wenn die Getränke in reichlicher Menge genossen werden. Koffein stimuliert zunächst die Großhirnrinde, dann das Atem- und Gefäßzentrum. Die geistige und körperliche Leistungsfähigkeit werden gleichermaßen gesteigert. Die Kaffeewirkung ist im Wesentlichen eine Wirkung des Koffeins. Die Koffeinwirkung ist komplexer Natur. Am Zentralnervensystem wird die Reflexregbarkeit erhöht, eine Wirkung, die sich beim Menschen in Aufregung, Schlaflosigkeit und Herzklopfen äußert, in kleinen Dosen in der Anregung geistiger Vorgänge. Die Koffeinwirkung auf den Kreislauf setzt sich zusammen aus einer Erregung des Vasomotorenzentrums, einer Erregung der zentralen Organe des Vagus, einer Erregung der Ganglien des Reizleitungssystems, einer Wirkung auf die Herzmuskulatur und einer Erweiterung der Koronargefäße. Daraus erklärt sich die mögliche Blutdrucksteigerung, die Wirkung auf die Herzaktion, die beschleunigt oder verlangsamt sein kann. Das Pulsvolumen wird nicht vergrößert, doch vermag das Herz einen größeren Maximaldruck zu überwinden. Das Koffein kann einmal durch die Verbesserung der Herzaktion die Diurese vermehren. Wesentlich ist aber vor allem die Wirkung an der Niere selbst. Koffein hemmt das Enzym Phosphodiesterase und stimuliert auf diese Weise das zentrale Nervensystem, ZNS. Der Konsument hat eine gesteigerte Pulsfrequenz, schwitzt, wird unter Umständen ein wenig unruhig und hat einen erhöhten Harndrang. Ursache für den aufmunternden und sinnesschärfenden Effekt des Koffeins ist unter anderem die Gefäßerweiterung im Hirn. Das Wichtigste ist natürlich die psychische Wirkung. Sie reicht von der milden Anregung, die die Gedanken schärft, bis hin zur Aufputschung, bei der das Denken fahrig und zusammenhanglos wird. Ähnlich wie bei einem Amphetamin. Ein schwerer Koffeinrausch kennzeichnet sich in der Hauptsache durch extremes Schwitzen, Schwindelgefühle, Übelkeit und Erbrechen, Blassheit und eine mitunter heftige Verwirrung aus. Eine normale Dosierung liegt bei um die 100 Milligramm, eine Überdosierung kann, je nach Gewöhnungsgrad, ab 300 Milligramm vorliegen. Die letale, also tödliche Dosis beim Erwachsenen kann ab etwa 10 Gramm erwartet werden. Eine Koffeinüberdosierung ruft einen schweren Rausch hervor, ist außerordentlich unangenehm und geht meistensfalls einher mit Brechreiz, Diarrhö, Erregungs- und Verwirrungszuständen, Herzrasen, Kopfschmerzen, Ohrensausen, Schlaflosigkeit, Schwindel, Unruhe, übermäßigen Harndrang. Im schlimmsten Falle sogar mit deliranten Symptomen, Krämpfen und Muskelsteifheit. Koffein ist ein kurzwirksamer Werkstoff, daher ist kein Antidot nötig. Im Bedarfsfall kann Diazepam appliziert werden. Koffein sollte nicht zusammen mit Mao-Inhibitoren eingenommen werden. Kaffee bzw. Koffein kann eine Gewöhnung, eine Sucht verursachen. Und zwar nicht nur in seelischer, sondern auch in körperlicher Hinsicht. Auch bildet sich bei chronischem Kaffeekonsum eine Toleranz aus. Beim Koffein tritt, wie bei vielen anderen Giften, eine allmähliche Gewöhnung ein. Wenn gar kein Koffeingenuss vorangegangen ist, können schon geringe Koffeindosen auffällige Störungen hervorrufen. In Übereinstimmung mit der alltäglichen Beobachtung fand man bei Versuchen an Menschen und Ratten, dass Koffeinmengen, die anfangs starke Aufregung verursachten, nach mehrfacher Wiederholung nicht mehr die gleiche Wirkung zeigten und dass man die Dosen allmählich steigern musste, wenn man den gleichen Effekt wie am Anfang hervorrufen wollte. Setzt man mit dem Kaffeegenuss auch nur vierzehn Tage vollständig aus, so verliert sich die erworbene Kaffeefestigkeit vollständig. Solche Menschen sind dann gegen Koffein wieder so empfindlich, als wenn sie überhaupt noch nie Kaffee getrunken hätten. Kaffee, das aus den gerösteten Samen bereitete Getränk, ist sicherlich von den gebräuchlichen Genussgiften dasjenige, von dem Nebenwirkungen am wenigsten zu erwarten sind. Bei reinem Koffein, als Analeptikum auch Arzneimittel, ist erst in Grammdosen mit schweren Vergiftungssymptomen zu rechnen. Also starke Erregungszustände, Kopfschmerzen, Zittern, Krämpfe. Über Vergiftungsfälle mit Koffein, insbesondere bei Kindern, ist vereinzelt berichtet worden. Ippen und Kölmel haben darauf hingewiesen, dass es bei externer Anwendung von Koffein, also zum Beispiel eine 30-prozentige Salbe zur Behandlung einer psoriatrischen Erythrodermie, trotz der Schwerlöslichkeit des Alkaloids durch perkutane Resorption zu einer Koffeinintoxikation kommen kann. Wenn auch einige Ärzte im 17. Jahrhundert der Ansicht waren, dass der Kaffee sogar zum Tode führen könnte, wird die explizit relative Ungefährlichkeit des Kaffees auch durch Römp noch einmal betont. Nach Ansicht ärztlicher Sachverständiger sollen sonst gesunde auch abends unbedenklich bis zu 0,1 Gramm Koffein entspricht etwa zwei Tassen von einem mäßig starken Familienbohnenkaffee in irgendeiner Form genießen können, wenn sie bei ausgestreckter Hand und gespreizten Fingern kein Zittern erkennen lassen. Nachteilig wirkt Koffein bei Menschen mit labilem Herzgefäßsystem, bei denen jede körperliche Anstrengung oder seelische Erregung von einer erheblichen Steigerung der Pulszahl begleitet ist, ferner bei Überregbarkeit des Zentralnervensystems, Epilepsie, Nierenkrankheiten, Schlaflosigkeit, Nervosität und Neigung zu erhöhter Schilddrüsentätigkeit. Manche sonst ganz gesunde Menschen haben eine angeborene Intoleranz gegen Kaffee. Diese reagieren schon auf 0,1 Gramm Koffein mit starker Schlaflosigkeit und Herzklopfen. Personen mit Herzschwäche oder Herzkrankheiten kann Kaffee in höheren Dosierungen zu schaffen machen. Nicht selten resultieren bei solchen Menschen Rhythmusstörungen und eine pathologisch gesteigerte Herzfrequenz aus dem Genuss größerer Mengen des Getränks. Das im Bohnenkaffee enthaltene Cholin hingegen hat bei der Maus in entsprechender Dosierung den Exitus zur Folge. 0,1 Milligramm Reinkoffein wirken auf das Gramm Maus tödlich. Dagegen tritt nach Einspritzung von Bohnenkaffee schon bei wesentlich geringeren Koffeinkonzentrationen der Tod ein. Nach Ansicht der Forscher kommt dem im Bohnenkaffee enthaltenen Cholin eine besondere Bedeutung zu. Dieses soll vor allem Atmung, Blutdruck und Herztätigkeit erheblich beeinflussen. Und auch andere Inhaltsstoffe scheinen die pharmakologische Wirksamkeit des Kaffees auszumachen. Außerdem Koffein enthält gewöhnlicher Bohnenkaffee noch verschiedene Nebenbestandteile, welche Körper und Seele des Menschen gleichfalls beeinflussen können. Der Streit um den wirkungsmäßigen Anteil dieser Beimengungen ist noch nicht abgeschlossen. Den radikalen Standpunkt nimmt hier H.W. Meyer ein, der aufgrund zahlreicher Versuche zu dem Ergebnis kommt, dass die Anregung der geistigen Arbeit, dargelegt an Additionsversuchen, nicht auf das Koffein, sondern auf die sogenannten aromatischen Röstprodukte der Kaffeolgruppe zurückzuführen sei. Meyer fand nämlich, dass seine 13 Versuchspersonen nach Aufnahme von koffeinfreiem Kaffee um etwa ebenso viel Prozent schneller rechneten, als wenn sie Santos-Kaffee mit 1,05% Koffein getrunken hatten. Vielleicht spielte hier die Suggestion eine gewisse Rolle. Auch der verstorbene Pharmakologe Harnack schrieb den Nebenprodukten des Kaffees, besonders dem Furfuralkohol, eine überragende Rolle zu und bestritt, dass Koffein der wichtigste Wirkbestandteil des Kaffees sei. Merkwürdig ist in diesem Zusammenhang, dass selbst eine Dosis von 0,2 Gramm Reinkoffein bei vielen Menschen nur geringe Störungen hervorruft, wenn sie in körperwarmer Flüssigkeit gelöst und getrunken wird. Auch Joachim Galvas hatte 1961 darauf hingewiesen, dass die Kaffeewirkung nicht per se mit der Koffeinwirkung zu vergleichen sei. Zitat Wenn auch das Koffein der Hauptwirkstoff im Kaffee ist, so ist doch aufgrund der neuen Erkenntnisse sicher, dass die im Kaffee vorhandenen Begleitstoffe diese Wirkung wesentlich modifizieren können und dass auch andere Stoffe im Kaffee Wirkungen hervorbringen, die es nicht erlauben, die Wirkung des Kaffees mit der des Koffeins gleichzusetzen. Und manche dieser anderen Inhaltsstoffe können, je nach Zubereitungsart, Nebenwirkungen herbeiführen. Während es als gesichert gilt, dass Koffein kein besonderes Risiko darstellt, können zwei Bestandteile der Kaffeebohnen, Kaffestol und Kaveol, den Cholesterinspiegel erhöhen. Diese werden jedoch im Kaffeefilter zurückgehalten und sind in Instant- und Filterkaffee nicht mehr in relevanten Mengen enthalten. In aufgekochtem Kaffee, in türkischem Mokka und auch in Kaffee, der in einer Cafetiere zubereitet wurde, ist jedoch genügend von diesen beiden Substanzen vorhanden, um das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erhöhen, wenn man größere Mengen davon trinkt. Sechs bis acht Tassen starken Kaffee dieser Art pro Tag reichen da schon aus. Die beim Rösten der Bohnen entstehenden Reizstoffe können bei manchen Menschen Magen- und Darmgeschwüre, Magenschleimhaut- und Bauchspeicheldrüsenentzündung, Durchfall, Leberkrankheiten, Gallensteine und andere Krankheiten bewirken. und Koffein in der Medizin. Kaffee als Heilmittel. Kaffee ist nicht nur ein Genuss, sondern auch ein Arzneimittel. Das ist nur den wenigsten bewusst. Kein Wunder, wird er doch im Gegensatz zu Koffein in der modernen Medizin nicht mehr oder zumindest kaum noch angewendet. Dabei hat das Stimulanz eine Vielzahl von heilkräftigen Eigenschaften. Besonders für den Bohnenkaffee und hier vor allem für das Koffein bestehen bei vielen Ärzten Unklarheiten und falsche Vorstellungen über seine Gefährlichkeit, schrieb Joachim Galvas im Jahr 1961 in seinem Buch Kaffee in der Medizin. Weiter zitierend. Abgesehen davon, dass der Genuss von Bohnenkaffee für viele Menschen das Lebenselixier ist, hat auch das in ihm enthaltene Koffein nicht nur die Bedeutung eines Stimulants, sondern darüber hinaus die Wirkung eines echten und erwünschten Medikaments. Man muss deshalb den Bohnenkaffee nicht nur aus der Sicht des Genussmittels, sondern eines begrüßenswerten und erwünschten Heilmittels sehen. Zitat Ende. Als der Kaffee in Europa Bekanntheit erlangte, stritten die Ärzte zunächst über seinen Wert als Arznei. Neuberger 99 Neben geschworenen Anhängern hatte der Kaffee unter den Medizinern ebenso entschiedene Gegner. Dazu gehörten zum Beispiel der Begründer der Homöopathie Samuel Hahnemann und der Bochumer Bergarzt und Dichter Arnold Kortum, für den der Kaffee Pest des Körpers und des Geldbeutels war. Für eine Pest des Körpers hielt man den Kaffee unter anderem wegen seines Rufs, Impotenz zu erzeugen. Schmitzberger 1980. Das Getränk aus den Bohnen des Kaffeestrauchs war im 17. Jahrhundert auch in Europa bekannt geworden, und die Ärzte waren in einen heftigen Gelehrtenstreit über den Wert des Kaffees als Arznei verwickelt. Da berichtete ein Reisender aus Persien, dass die Manneskraft eines Sultans durch Kaffeegenuss nachgelassen habe. Daraufhin habe man einen allzu wilden Hengst nicht kastriert, sondern ihm Kaffee eingeflößt. Tatsächlich sei er dadurch lampfromm geworden. Zitat Ende. Friedrich der Große erhob auf den Kaffee, etwa 50 Jahre später, so hohe Steuern, dass keiner seiner Untertanen sich den Rohstoff mehr leisten konnte. Der König befürchtete, der Genuss des Kaffees vermindere die Geburtenrate und er habe dann zu wenige Soldaten. Dass der Kaffee für nachlassende Potenz schließlich doch nicht verantwortlich gemacht werden kann, hat sich dann über die Jahre erwiesen. medizinische Kaffeemythen aufgedeckt. Obwohl die nun beschriebenen Mythen rund um die Verträglichkeit von Kaffee und Koffein schon vor vielen Jahrzehnten entlarvt wurden, haben sie sich im Volksmund teilweise recht hartnäckig gehalten. So ist es zum Beispiel falsch, dass Kaffee und Koffein Bluthochdruck verursachen. Dies gilt freilich für den Konsum in normalem Maß und nicht für den Fall, dass jemand beispielsweise eine Handvoll Koffeintabletten schluckt. Dennoch ist Kaffee bzw. Koffein bei zu niedrigem Blutdruck, also Hypotonie, wie auch bei Kreislaufstörungen sogar medizinisch empfohlen. Bei allen Formen von Kreislaufstörung, insbesondere bei der hypotonen Regulationsstörung, ist Koffein indiziert. Der Genuss von Bohnenkaffee bietet den Vorteil, dass der Patient auf den gewohnten Genuss nicht zu verzichten braucht und sich gleichzeitig mit dem Kaffee das kreislaufstützende Koffein zuführt. Auch bei Herzkrankheiten und Symptomen wie Extrasystolen und Rhythmusstörungen ist Kaffee nicht grundsätzlich kontraindiziert, sondern wird in moderaten Dosierungen sogar vom Kardiologen empfohlen. Natürlich sollte jeder Herzkranke dennoch das Okay seines Arztes einholen. Bei Erkrankungen der Schilddrüse, wie einer Überfunktion des Organs, ist der Kaffeekonsum grundsätzlich ebenfalls erlaubt und nur in besonders schweren Fällen einzuschränken, weil Koffein die Schilddrüsengefäße erweitert. Eine Absprache mit ihrem Arzt hilft weiter. Gichtkranke und Schwangere brauchen übrigens auch nicht auf Kaffee zu verzichten, wie man früher gemeinhin dachte. Dass Patienten, die unter einer Erkrankung von Leber und Galle leiden, gegenüber Kaffee empfindlich sind, ist hingegen bekannt und korrekt. Sie vertragen normalen Bohnenkaffee häufig nicht. Es wird ihnen davon meist übel. Entkoffeinierte Varianten werden von Lebergalle-Kranken allerdings gut vertragen. In der deutschen Literatur wurde der Kaffee erstmals 1574 vom Mediziner Leonard Rauwolf aus Augsburg erwähnt. Koffein wurde und wird von der modernen Medizin und der Volksmedizin bei Asthma, Fieber, Harnleiden, Herzschwäche, nervösen Herzleiden, Heuschnupfen, Schwäche- und Erschöpfungszuständen, Hysterie, Zahn- und Kopfschmerzen, Neuralgien und als fragwürdiges Antidot, also Gegengift, bei Alkohol, Nikotin, Morphin und THC Vergiftungen verwendet. Außerdem kommt es als Weckmittel und Analeptikum sowie bei Kollapszuständen, Herzversagen, Infektionskrankheiten und drohender Atemlähmung zum Einsatz. Medizinisch wird Koffein sowohl oral als auch in injizierter Form appliziert. Kaffee in der Volksmedizin Geröstete Kaffeebohnen werden in Afrika gegen Kopfschmerzen, allgemeine Schwäche und Malaria gekaut. Dabei bekommen Kinder 1 bis 2 und Erwachsene 7 bis 14 Samen. Für einen medizinischen Trunk werden 10 bis 12 Samen geröstet, zermahlen und aufgebrüht, manchmal mit Ingwerbeimischung. In der traditionellen Medizin essen Araber bei Ruhrerkrankungen Kaffeesatz und nutzen diesen auch als Verband für eitrige Entzündungen. Kaffeeaufgüsse, Dekokte, werden auf Haiti bei Anämie, Hepatitis, Ödemen, allgemeiner Schwäche und Lebererkrankungen getrunken. In den USA wird im paramedizinischen Bereich behauptet, dass Kaffeeklistiere, die alle zwei Stunden verabreicht werden müssen, Krebs heilen können. Diese Therapie wird meist von Krebspatienten, anderen mit Patienten empfohlen. Dabei ist es mindestens zweimal zu Todesfällen gekommen. Das Buch Paracelsus Medizin nennt eine Rezeptur für Kaffeeklistiere als Phytotherapeutikum zur Ausscheidung und Mobilisation. Drei Esslöffel Kaffeepulver pro Liter, 15 Minuten Kochen, ein bis mehrmals täglich Einläufe. Weiter ist für die coffea Interaktion mit Quecksilber notiert, Stimuliert Glutantion-S-Transferase in der Leber, Cholerektikum, Bindung freier Radikale gesteigert, Toxinausscheidung durch erhöhten Gallenfluss gesteigert. Anmerkung, je schwerer die Vergiftungserscheinungen, desto häufigere Anwendung. 0,5 bis 1 einlaufen lassen, 10 Minuten halten. Gegen Schlaflosigkeit, die durch übermäßigen Kaffeegenuss hervorgerufen wurde, kann man ungeröstete Kaffeebohnen kauen. Das soll tatsächlich helfen. Kaffee in der Homöopathie. Es existieren zwei homöopathische Präparate: Koffea Kaffee, zum Beispiel Coffea Cruda C200 Globuli aus ungerösteten Bohnen und Coffea Arabica Tosta Homöopathica H... AB1, auch Coffea Tosta aus gerösteten Bohnen. Beide Tinkturen werden bei Albträumen, Schlaflosigkeit, Schmerzüberempfindlichkeit, Übersensibilität gegenüber Geräuschen, Herzrasen, Bluthochdruck, Zahnschmerzen, Wehen und Nachwehen verwendet, wobei in der allgemeinen homöopathischen Literatur grundsätzlich der Tenor herrscht, die urtümliche, also ungeröstete Tinktur sei wirksamer. Große körperliche und geistige Aktivität, schnell erregbar, aufbrausend und reizbar. Koffea ist sofort bereit, Ideen, an denen es nicht mangelt, auszuführen. Koffea ist auch ein Gegenmittel, wenn man zu viel Kaffee getrunken hat. Dann die D4. Kaffeekohle Die medizinisch genutzte Kaffeekohle wird durch starkes Rösten der getrockneten Samen gewonnen. Die Bohnen werden geröstet, bis sie äußerlich verkohlt sind und dann gemahlen. Kaffeekohle enthält etwa 25% weniger Koffein als normal gerösteter Kaffee und bewirkt adstringierende und absorbierende Effekte. Sie wirkt innerlich zum Beispiel zur Therapie von Durchfällen oder Schleimhauterkrankungen des Magen-Darm-Traktes angewandt. Entzündungen und Erkrankungen im Mund- und Rachenbereich, zum Beispiel Tonsillitis oder Paradontose, werden mit der Kohle lokal behandelt. Eine Einzeldosis liegt bei bis zu 3 x 3 Gramm am Tag. Bei Enteritis dreimal täglich einen Teelöffel. Kaffee ist kein Entwässerer. Wie eine Studie von Grandjean et al. im Jahr 2000 berichtet, entziehen Kaffee und andere koffeinhaltige Getränke dem Körper, wie fälschlicherweise angenommen, kein Wasser. Eine von Ärzten gern ausgesprochener Rat, jede Tasse Kaffee durch ein Glas Wasser zu kompensieren, wäre somit unnötig und wissenschaftlich nicht mehr haltbar. Wäre Kaffee in einem solchen Maße diuretisch, wie bislang angenommen, müsste er eigentlich ein verschreibungspflichtiges Pharmakon sein, kein verfügbares Genussmittel. Aber wir kennen ja die Logik der Gesetzgebung. Die Studie forschte über den Einfluss koffeinhaltiger, koffeinfreier sowie energiefreier oder kalorienhaltiger Getränke auf den menschlichen Flüssigkeitshaushalt. Relevante Messgröße war der sogenannte 24-Stunden-Urin. Das Ergebnis der Studie? Koffein bzw. koffeinhaltige Getränke induzieren keine erhöhte Urinproduktion. Die diversen koffein enthaltenen Getränkezubereitungen bewirken laut der Studie keine relevanten Abweichungen innerhalb des Flüssigkeitshaushalts. Einzige Einschränkung: Eine innerhalb eines kurzen Zeitraums eingenommene Menge Kaffee, die etwa 250 bis 300 Milligramm Koffein entspricht, kann bei Menschen, die vorher längerfristig Koffeaklin waren, zu einer überhöhten Urinbildung führen. Kaffee-tolerante Personen, regelmäßige Kaffeetrinker, würden erst ab einer Dosis von über 300 Milligramm vermehrt zur Toilette müssen. Werden also pro Tag nicht mehr als 300 Milligramm Koffein konsumiert, ist dies laut Aussage der Studie absolut unschädlich für die Gesundheit. Kaffee sei in diesen Mengen weniger einem Diurektikum gleichzusetzen, eher einem Mineralwasser. Drei antiquarische Bücherschätze zum Thema. Im Springer Verlag erschien 1938 das Werk Kaffee und Koffein von Oskar Eichler. Ein 160 Seiten dickes Dokument der Zeitgeschichte, das von einem Vortrag des Autors anlässlich einer Tagung der Pharmakologischen Gesellschaft Berlin zum Thema inspiriert worden war. Ein weiterer antiquarischer Schatz ist das Buch Der Kaffee und das Koffein vom Medizinrat Dr. Rolf Ulrich, das 1953 im Thieme Verlag erschien. Es versammelt in der Literaturübersicht eine Vielzahl interessanter Arbeiten, denn Zitat: Das Schrifttum über Kaffee und Koffein erstreckt sich über viele oft schwer zugängliche Einzelveröffentlichungen, Zitat Ende, wie dem Vorwort des schmalen Bändchens zu entnehmen ist. Das Büchlein von Joachim Galvas: Kaffee in der Medizin – ein neuer Beitrag zur Frage der Kaffeewirkung. Erschien ab 1961 im Hamburger Verlag von Dr. Karl Scharping und Co. in mehreren ergänzten Auflagen. Kaffee beeinträchtigt das Erinnerungsvermögen. Weitere Studien. Regelmäßiger Kaffee oder Koffeinkonsum beeinträchtigt das Erinnerungsvermögen. Zwar beschleunigt der Wirkstoff das Gehirn in Bezug auf gegenwärtige, neue und aktuelle Bewusstseinsinhalte. Die Abfrage bereits im Langzeitgedächtnis gespeicherter Informationen aber kann nach Koffeinkonsum spontan blockiert sein. Forscher sprechen vom sogenannten Tip of the Tongue-Effekt. Etwas liegt auf der Zunge, man ist sich sicher, es zu kennen oder zu wissen, will aber nicht über die Lippen treten. Ganz nach dem Motto, das gibt's doch nicht, gestern habe ich noch darüber gesprochen. Kaffee beschleunigt Sperma. Wie die Online-Ausgabe des britischen Magazins The New Scientist vom 15. Oktober 2003 berichtete, sind maskuline Kaffeegenießer offenbar spermienstärker als Kaffeeverzichter. Anscheinend hat Koffein die Eigenschaft, Spermien in ihrer Aktivität zu beschleunigen. 750 Männer, die sich einer Sterilisation, also Vasektomie, unterzogen, dienten als Probanden für eine Forschungsarbeit von Fabio Pasqualotto und seinen Medizinerkollegen von der Universidade de Sao Paulo. Die Wissenschaftler untersuchten die Spermien aller 750 Patienten und kamen nach eingehender Befragung der Männer zu dem erstaunlichen Ergebnis, dass Spermien von Kaffeekonsumenten beweglicher, agiler und somit potenter sind als Samenfäden von Koffeinabstinenzlern. Dabei spielte es keine Rolle, wie viel Kaffee ein Mann trinkt. Koffeinabstinenzler hätten laut der Studie deutlich weniger bewegungsfreudige Samenzellen. Theoretisch könnte nun darüber nachgedacht werden, Koffein zur Behandlung unfruchtbarer Männer zu verwenden. Kaffee und Diabetes: Der US-amerikanische Wissenschaftler James Lane von der Duke-Universität Durham und seine Kollegen. Veröffentlichten in der Zeitschrift Diabetes Care ihre Forschungsergebnisse bezüglich Kaffee und dessen Einfluss auf den Insulinhaushalt. Demnach wirke Koffein in immenser Weise auf Insulin und Blutzuckerspiegel und mache die Kontrolle der Werte für Altersdiabetiker kompliziert. Diabetiker mit einer Erkrankung vom Typ 2 werden besonders betroffen und sollten komplett auf Kaffee und andere koffeinhaltige Getränke oder Produkte verzichten. Interessanterweise beeinträchtigte das Koffein den Blutzucker nur im Zusammenspiel mit Nahrungsmitteln. Laut der Studie kann Kaffee zum Essen den Blutzucker um fast 50 Prozent und den Insulinwert um 20 Prozentpunkte steigern, wohingegen Kaffee allein genossen den Blutzucker- und Insulinhaushalt so gut wie gar nicht veränderte. Nach einer Vermutung der Wissenschaftler wirke Kaffee außerdem in negativer Weise auf die Verstoffwechselung von Nahrungsmitteln. Kaffee und das Endocannabinoid-System. Eine 2018 produzierte Studie von Marilyn Cornelis von der Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago und Kollegen zeigt, wie Kaffeekonsum den menschlichen Stoffwechsel beeinflusst. Die Studie, erschienen im Journal of Internal Medicine, untersuchte 47 Probanden, die zunächst vier Wochen lang strikt auf Kaffee verzichten mussten. Anschließend tranken die Studienteilnehmer über vier weitere Wochen täglich vier Tassen Kaffee, um danach für einen Monat auf die Tagesration von acht Tassen zu erhöhen. Während der gesamten Zeit wurden Blutproben der Probanden analysiert. Das Resultat: Insgesamt 115 Stoffwechselprodukte, also Metaboliten, waren von Frequenz und Menge des Kaffees beeinflusst worden. Die Wissenschaftler konnten auch neue, bislang unbekannte Stoffwechselwege aufdecken. So hat, eine absolut neue Erkenntnis, der Konsum von 8 Tassen Kaffee täglich offenbar Einfluss auf die Bildung und Aktivität von körpereigenen Cannabinoiden, also Endokannabinoiden, die durch den erhöhten Kaffeekonsum reduziert werden. Jetzt wollen die Forscher herausfinden, wie sich dieser Mechanismus auf die Gesundheit auswirkt und wie der Kaffeekonsum mit dem Endokannabinoidsystem in Verbindung steht. Cornelis vermutet, dass es etwas mit dem Zurückfahren der körpereigenen Cannabinoide bei Stress zu tun haben könnte. Eventuell verursacht der tägliche Konsum von acht Tassen Kaffee im Körper einen gewissen Stresslevel, der schließlich dafür sorgt, dass die aktiven Endokannabinoide reduziert werden. Wie Kaffee länger wach hält. Forscher von der Rush University Chicago berichteten in der Zeitschrift Sleep, dass es die Wachheit besser fördert, wenn man über den Tag hinweg immer wieder mal einen kleinen Schluck Kaffee trinkt, anstatt morgens prophylaktisch direkt größere Mengen des Gebräus zu verzehren. Das Koffein könne im Schlückchenverfahren besser auf die für Müdigkeit und Schlaf verantwortlichen Nerven- und Gehirnregionen Einfluss üben und wäre somit effektiver. Der Körper produziert unter anderem die Hormone Melatonin und Adenosin. Beide Stoffe sind vereinfacht dargestellt für unsere Müdigkeit und unseren Schlaf verantwortlich. Koffein und koffeinhaltige Produkte verhindern nun die Wirkung des Adenosins und bekämpfen somit erfolgreich die Müdigkeit. Koffeinabhängigkeit Tierversuche an Ratten ergaben, dass Koffein die Aktivität verschiedener Gehirnzentren beeinflusst. Allerdings blieben die für die Ausbildung von Süchten und Abhängigkeiten zuständigen Regionen, das sogenannte Belohnungssystem, von der Substanz unberührt. Die Wissenschaftlerin Astrid Nelig forschte mit einem Kollegenteam am Institut federativ der Recherche über Koffein und darüber, ob der Werkstoff eine dem Kokain analoge Dopaminaktivität aufweist den armen Ratten wurde zunächst radioaktive Glukose und anschließend Koffein in verschiedenen Dosierungen appliziert. Dann wurden die Tiere getötet. Die Untersuchung der Werte der radioaktiven Glukose im Organismus sollte Aufschluss über den Einfluss des Koffeins auf den Metabolismus bzw. auf die Geschwindigkeit der Verstoffwechselung geben. Selbst nach Verabreichung übermäßiger Dosen Koffein konnte das Forscherteam keine Aktivität in den sogenannten Suchtzentren des Rattengehirns feststellen. Ein Ergebnis, das aber auf den Menschen übertragen nur wenig Aussagekraft besitzt. Ernst Mach, Erkenntnis und Irrtum. 2004 Der Philosoph, die Neuralgie und der Kaffee. Ich kam auf den Einfall, um drei Uhr nachts Kaffee zu nehmen und unterdrückte so in der Tat die Neuralgie. Dieser Erfolg, der nahe an die für wunderbar gehaltene Selbstordination hypersensibler, somnambuler Personen streift, überraschte mich anfangs selbst. Der aufmerksamen Erwägung kann aber die Mystik nicht standhalten. Die Schmerzen hatten eben bald nach dem Frühstück sich regelmäßig sehr gemildert und das hierauf eintretende Gefühl der Behaglichkeit. Hatte sich mit der Vorstellung Kaffee assoziiert, ohne dass es mir noch klar bewusst war. Kastraten und Surrogate, Leitlösungen, Kaffeeersatz. Entschärfte Stimulantien, entkoffeinierte und abgespeckte Kaffees. Koffeinfreier Kaffee. Kaffee wird Koffein mittels Extraktion mit Wasserdampf, organischen Lösungsmitteln, überkritischen Gasen, zum Beispiel Kohlendioxid, entzogen. Entkoffeinierter, koffeinfreier Kaffee darf maximal 0,08 Koffein enthalten koffein Arma kaffee maximal 0,2% Koffein. Normalerweise hat die Kaffeebohne einen Koffeingehalt von etwa 2,5%. Entkoffeinierte Bohnen werden auf 0,1% gedrückt. Per Faustregel darf ein Kilogramm entkoffeinierten Kaffees höchstens ein Gramm Koffein enthalten. Instant-Varianten dürfen bis zu 3 Gramm pro Kilo aufwarten. Kaffeeersatz und Kinderkaffee, Surrogate. Es sagt mancher Kaffee, der sich mit Zikorie begnügen muss. Kaffeeersatz aus gebrannten Roggen oder Gerstenkörnern, auch aus Rübenschnitzeln, Erbsen, Süßlupinen und Eicheln hergestelltes Pulver, das mit heißem Wasser aufgegossen ein kaffeeähnliches Getränk ergibt. Jede Volksreise, die die einstens sehr kostspielige Mode des Kaffeetrinkens auf eine wohlfeile Art mitmachen wollten, verfielen auf ein Rösten von Garten- oder Feldbohnen, Erbsen, Gerste, Hafer und bereiteten aus diesen und ähnlichen Stoffen. Weitenweber zählt in seinem 1837 in Prag erschienenen Büchlein vom arabischen Kaffee bereits 37 solcher Stoffe auf. Aufgussgetränke, die bei einiger Fantasie und gutem Willen an Kaffee erinnern können. Faux, also falscher Mokka, war das Kaffeesubstitut der Franzosen. Etymologisch wertvoll gestaltete das deutsche Volk aus der Wortkombination die auf Kaffeesurrogate angewendete Bezeichnung Muckefuck. Schon im alten Ägypten und in Babylon bereitete man sich aus allerlei Samen und Früchten Kaffeesurrogate und Analoga, freilich koffeinfrei. In Deutschland sind Kaffeesurrogate, zum Beispiel aus Getreide, Gerste, Roggen, Malz, seit dem 18. Jahrhundert bekannter geworden. Friedrich der Große setzte mit seinem Verbot, Überseekaffee zu kaufen und zu trinken, den Trend, Kaffeesurrogate statt echtem Kaffee zu konsumieren, und die Kontinentalsperre Napoleon Bonapartes hatte die französische Variante eines Kaffeesubstituts, den milchigen Café du Continent, zur Folge. Ernst Freiherr von Bibra hatte 1855 in seinem Buch »Die narkotischen Genussmittel und der Mensch« Gedanken zur Wirkung der Kaffeesurrogate notiert. Man konnte lange nicht begreifen, wie dieses Ersatzmittel die Stelle des Kaffees auch nur teilweise auszufüllen imstande sei, da das Koffein, dem man die Hauptwirkung ja fast die einzige zuschrieb, in keinem nachzuweisen war, wenigstens bis jetzt, so viel mir bekannt, noch nicht nachgewiesen wurde. Da sich aber durch die oben angegebenen neueren Erfahrungen herausgestellt hat, dass die beim Rösten des Kaffees entstandenen empyreumatischen Öle einen sehr wichtigen Anteil nehmen an den physiologischen Wirkungen des Getränks, so liegt der Gedanke sehr nahe, dass ähnliche Effekte auch durch den Aufguss anderer gerösteter Samen und Früchte erzielt werden. Eines der populärsten Kaffeesurrogate war der aus Getreideflocken hergestellte Kaffeeersatz Postum des US-Amerikaners und Kaffeeprohibitionisten Charles Post. Postum wurde 1895 auf dem Markt eingeführt und entwickelte sich zum Kassenschlager und Lieblingskaffeeersatz der USA. Ein weiteres bekanntes Kaffeesurrogat, das schon vor Postum verkauft wurde und diesem sehr ähnelte, war Kellogg's Caramel Coffee. Um 1900 gab es überhaupt eine Vielzahl an Kaffeeersatzmitteln, die deutlich günstiger als echter Kaffee waren und häufig versprachen, im Gegensatz zum Bohnenkaffee gesundheitsfördernd zu sein. Ethnobotanik der Kaffeesurrogate Der Segen wird gesprochen. Die Riesin liegt in den Wochen. Drei Wölfe sind ausgekrochen. Sie liegt zwischen Eis und Nebel und Schnee. Tränke gern Eicheln und Rübenkaffee, wenn sie ihn nur hätte. Da läuft die Maus. Kind, geh zu Bette und lösch die Lichter aus. Die Vielfalt an Pflanzen, die industriell aber auch traditionell volkstümlich für die Herstellung von Kaffeesurrogaten verwendet werden, ist schier unermesslich. So wurden oder werden unter anderem Zichorie, Zichorie, Eicheln, Kastanien, Feigen, Roggen, Gerste, Hafer, Reis, Johannisbrotbaum, Kichererbsen, Zuckerrüben, Obstsorten, Löwenzahnwurzel, Kartoffeln, Ginster und Lupinenkerne für die Zubereitung von kostengünstigem Kaffeeersatz benutzt. Doch das sind beileibe nicht alle. Wie viele weitere Pflanzen als Grundlage für Ersatzkaffee verwendet werden können, zeigt die umfangreiche Tabelle ab Seite 120. Zikorie-Historie: Frau von Heine, geborene Reichsgräfin von Rentroff, hatte während des Siebenjährigen Krieges das Unglück, von einer Paten französischer leichter Völker überfallen und ausgeplündert zu werden. Infolge des ausgestandenen Schreckens verfiel sie in ein Gallenfieber, gegen dessen Folgen kein Mittel half, bis der hannöversche Eskulap, der Leibmedikus Werlhoff, bei der Dame durch den Genuss der abgekochten Zikorienwurzel und eines Teeaufgusses aus der getrockneten Zikorie eine Besserung herbeiführte. Da aber der tägliche Gebrauch der Wurzel ihr Widerwillen verursachte, kam sie auf den Gedanken, die getrocknete Wurzel wie Bohnenkaffee zu rösten und diesen Kaffee zu trinken. Die Kaffeeersatzstoffe, von denen neben der Zikorie noch die Feige, die Eichel, die Rüben und namentlich die Getreidearten, Formen nämlich das aus Gerste hergestellte Malz zu nennen sind, enthalten kein Koffein sondern gewisse, teils bekannte, teils unbekannte, durch den Röstvorgang erzeugte Stoffe, die beim Genuss ein Gefühl des Wohlbehagens hervorrufen. Die Lebensmittelverordnung Deutschlands regelt seit dem 12. Februar 1981 mit der Verordnung über Kaffee, Zikorie, Kaffeeersatz und Kaffeezusätze die Reinheit von Surrogaten. Hier heißt es unter anderem, dass ein ordnungsgemäßes Surrogat Zitat, ein Produkt aus gereinigten, gerösteten Pflanzenteilen ist, das durch Ausziehen mit heißem Wasser ein kaffeeähnliches Getränk liefert und dazu bestimmt ist, als Ersatz von Kaffee zu dienen. Zitat Ende. Sogenannte Kaffeeersatzextrakte sind Instant-, also Aufgussformen eines Kaffeesurrogats. Kaffeefälschungen. Zahlreich sind die bei gebranntem und besonders bei gebranntem und dann gemahlenem Kaffee beobachteten Fälschungen. Gebrannter Mais, afrikanischer Nussbohnenkaffee, also geröstete und gespaltete Erdnüsse, Lupinensamen, bei gemahlenem Kaffee besonders die Beimischung von Kaffeeersatzstoffen wie Zikorie, Eicheln, Getreide, sind des Öfteren beobachtete Verfälschungen. In der Schweiz gibt es ähnliche Regelungen. Die Lebensmittelverordnung sagt, Kaffeeersatzmittel und Kaffeezusätze sind Pulver aus geeigneten gerösteten, stärke- oder zuckerhaltigen Pflanzenteilen wie Zichorie, Getreide, Obst, Malz oder Eicheln oder aus Zuckerarten oder Melasse. Kaffeeersatzmittel und Kaffeezusätze müssen mindestens 95% Masse-Prozent Trockenmasse enthalten. Etwas vom eigentlichen Surrogatgedanken abweichend sind Substitut-Kaffee-Kombos. Das Substitut wird also zum Additiv. Wir kennen Kaffee-Zusätze, diese sollen dem Bohnenkaffee zusätzliche, unter Umständen andersartige Würze verleihen. Und Kaffee-Ersatzmischungen, Mischformen aus Kaffee-Surrogat und Bohnenkaffee, zum Beispiel der Kaffeemix der DDR. Hier eine Auswahl der populärsten Surrogat-Varianten im Überblick. Malz- oder Getreidekaffee. Malz wird meistens aus Gerste, seltener aus Roggen oder Weizen hergestellt. 1890 brachte die Firma Katriner den Katriner Kneipp-Malzkaffee aus Gerstenmalz in die freie Marktwirtschaft. 1910 begann die Konkurrenzfirma Heinrich Frank mit der Produktion ihres Kornfrank-Kaffees aus Roggenmalz. Dieses Surrogat wurde vor einiger Zeit reanimiert und aus der Versenkung geholt. Die Firma Tatex Dr. Ritter verkauft nun, unter Lizenz der Nestle Company, eine Instant Fassung des Kornfrank über den Drogerievertrieb. Die Firma Gebrüder Strele aus Günzburg vertreibt heute per Lizenz die urtümliche malzkaffee Variante Echt Frank. Nestlé kaufte 1971 die durch eine Fusion 1943 mit der Firma Katriner mittlerweile zur Unifrank GmbH avancierte Firma Heinrich Frank Söhne und produziert neben Caro Kaffee bis heute die Marken Lindes Kornkaffee und Katriner Kneip Malzkaffee. Zikorienkaffee. Zichorie oder Zikorie ist die Wurzel der Wegwarte. Cicorium in lateinisch, oder Asterace. Zikorienkaffee war bereits im 18. und 19. Jahrhunderts als Kaffeeadditiv beliebt. So hatte zum Beispiel die Firma Frank schon 1828 ihren Echt-Frank-Zikorienkaffee im Angebot. Doch dieser wurde bald von einem feigen Surrogat und Malzvarianten verdrängt. Nach dem Krieg startete Frank das Zikorien-Revival unter neuer Flagge. Das Produkt hieß nun Mühlenfrank in Bezug auf die als Logo fungierende Kaffeemühle. Feigenkaffee: Getrocknete Feigen werden klein geschnitten und geröstet. Der relativ hohe Zuckeranteil der Feige ist während des Röstvorgangs Garant für eine satte Ausbildung von Bitterstoffen. Fertiger Feigenkaffee schmeckt ziemlich süß. 1887 brachte die Firma Katrainer, Erzfeind der Firma Frank, ihren Katrainer Feigenkaffee auf den Markt. Das Unternehmen Strele aus Günzburg war der größte Feigenkaffeeproduzent in Deutschland. Heute stellt die Firma Malzkaffee her. Dieser urtümliche Kaffeeersatz wurde einfach aus getrockneten und oder gerösteten Rübenschnitzeln der Zuckerrübe Beta Vulgaris bereitet. Rübenkaffee ist neben dem Zikorienkaffee das beliebteste ehemalige Surrogat der Bauern. Eichelkaffee: Reife und frische Eicheln werden mit Wasser übergossen und 24 Stunden stehen gelassen. Anschließend die oben schwimmenden Schalen und Schmutz entfernen und das Wasser abgießen. Die Eicheln nochmals mit Wasser übergießen und stehen lassen. Diese Prozedur so oft wiederholen, bis das Wasser sich nicht mehr verfärbt. Nach einer solchermaßen durchgeführten Reinigung lässt man die Eicheln an der Sonne oder im Backofen bei moderater Temperatur trocknen. Dann die Eichelschalen entfernen, beispielsweise durch Ausschütten in einen Stoffsack. Zu guter Letzt werden die Eicheln in vier bis acht Stücke geschnitten, wiederum getrocknet und im Backofen geröstet. Kartoffelkaffee. Kaffeeersatz aus Kartoffeln ist nicht besonders bekannt. Ein Rezept wird im Kochbuch von Cotseo 1724 genannt. Tartuffeln, recht zu mürbe gekocht, in Würfel geschnitten, getrocknet, geröstet und gemahlen ergeben einen Kaffee von anmutigem Geschmack. Später wurde dann der Kaffeeersatzstoff aus Wasser, Rüben, Zikorien und Mandeln, Kartoffelkaffee, in Berlin Mokkafo oder Café Prussien genannt. Mischformen. Die Firma Nestlé bietet bis heute den Caro Land Café an, der kurz nach dem Krieg in Ludwigsburg erfunden wurde. Für diesen verarbeitet die Firma Gerste, Malz, Zikorie und Roggen. Der Geschmack dieses Getreidekaffees entsteht durch den Röst- und Dämpfvorgang. Kat Reiner hat 1940 während des Krieges die bis heute bestehende Marke Lindes kreiert, eine Mischform aus Gerstenmalz, Roggen und Zikorie. Eine besondere Variante: Löwenzahnkaffee. Die Wurzeln von verblühten Löwenzahnpflanzen werden gereinigt, in Scheiben geschnitten und bei 100 Grad im Backofen getrocknet. Nach dem Trocknungsvorgang werden die Stücke pulverisiert, zum Beispiel zermahlen. Und das Kaffeeersatzpulver ist nun schon fertig. Pro Tasse siedenden Wassers benötigt man einen Teelöffel des Löwenzahn-Kaffeepulvers. Fünf Minuten ziehen lassen. Nach Belieben mit Zucker, Honig und oder Milch verfeinern. Kurzer Filmtipp. Zum Thema Kaffee und Kaffeesurrogate in der DDR gibt es den wunderbaren Film von Andreas Kuno Richter. Mahlzeit DDR. Costa Rondo Café Mix, produziert vom MDR. Tipps für Kaffeegenießer. Kaffee-Rückstände entfernen. Es soll ja wirklich Leute geben, die sich am wunderbaren Kaffeearoma stören. Über Geschmack lässt sich nun mal nicht streiten. Möchte man den Geruch aus der Blechkaffeedose entfernen, hält man diese nach dem Auswaschen für einen Moment über eine offene Flamme, zum Beispiel eine Kerze. Die Hitze entfernt die Aromamoleküle innerhalb kurzer Zeit. Verschmutzte Kaffeemühlen werden mit einem Pinsel oder ähnlichem ausgewischt. Dann gibt man eine Handvoll Reiskörner in die Mühle und malt diese. Nach dem Vorgang ausklopfen, gegebenenfalls mit dem Pinsel nacharbeiten und die Mühle ist wieder sauber. Kaffeeflecken auf dem Pulli oder Tischtuch, Salzwasser her, das hilft. Oder kalte Milch. Die Kaffeeflecken mit Salzwasser oder kalter Milch behandeln und mit Seifenwasser nachspülen. Kaffeesatz als Reinigungsmittel. Fettige Finger lassen sich durch einfaches Abspülen nicht wirklich reinigen. Ölverschmierte Haut kann an einem benutzten Kaffeefilter gesäubert werden. Einfach die fettige Fingerkuppe am gebrauchten Filter abreiben, nachspülen, fertig. Stark verschmutzte Grill- oder Backofenreste lassen sich hervorragend mit Kaffeesatz scheuern und reinigen. Danach kann man diesen sogar noch als Blumendünger benutzen. Kaffeemaschine reinigen. Ist die Kaffeemaschine wieder mal verkalkt? Kein Thema. Eine Mischung aus 40% Wasser, 60% Essigessenz und einer Messerspitze Salz in die Maschine geben und eine Nacht ruhen lassen. Am Morgen anschalten und zunächst die Reinigungsmischung und dann nochmal klares Wasser durchlaufen lassen. Kaffeemaschine ausrangieren. Wer wirklich schmackhaften und im Geschmack echten Kaffee genießt, der verwendet keine ordinäre Filterkaffeemaschine, sondern einen einfachen Kaffeezubereiter, in den das Pulver eingefüllt und anschließend mit einem Sieb auf den Boden des Zubereiters gedrückt wird. Auch Cowboy-Kaffee, also einfach Kaffeepulver und kochendes Wasser in einer Tasse, ist ein empfehlenswerter Hochgenuss für Kaffeeporisten. Heutzutage gibt es übrigens schon Kaffeemaschinen, die zunächst das Wasser vollständig kochen und anschließend damit den Kaffee aufbrühen. Das ist effektiver als die Technologie normaler Kaffeemaschinen, die mit viel zu kühlem Wasser arbeiten. Autor Markus Berger, geboren 1974, lebt in Nordhessen, Deutschland und ist Ethnobotaniker und Drogenforscher. Autor zahlreicher Bücher und Fachartikel zur Drogenkunde, Psychonautik und Ethnobotanik. Chefredakteur des Magazins für psychoaktive Kultur Lucy's Rausch. Mitarbeiter des Nachtschattenverlags, Veranstalter von Kongressen und Events zur psychoaktiven Kultur. Und Macher diverser psychonautischer web formate auf YouTube. Zum Beispiel die Drug Education Agency, DEA und Nachtschattentelevision. Noch ein paar Buchtipps im Nachtschattenverlag, weitere legale Genussmittel. Zum Beispiel von Christian Retsch, Schaman, Pflanze, Tabak, Kulturgeschichte des Tabaks oder von Wolfgang P. Schwelle: Alkohol, die mächtigste Droge der Welt, Geschichte, Religion, Gesellschaft und Kurioses. Oder von Bröckers, Heidrich und Liggensdorfer, Herausgeber: Absinth, Die Wiederkehr der grünen Fee, Geschichten und Legenden eines Kultgetränks. Und das Buch Der absinth trinker mein Reisetagebuch. Das Aroma der Rebellion. Erschienen 2005, aktualisiert 2018. Zapatistischer Kaffee, indigener Aufstand und autonome Kooperation in Chiapas, Mexiko. Als E-Book beim Unrast-Verlag erhältlich. www.unrast-verlag.de Die Legende erzählt, dass etwa um 850 nach Christus ein abessinischer Hirte eben solches beobachtete. Zitat von Samorini 2002 Der Hirte Kaldi bemerkte einst, dass seine Ziegen sich plötzlich merkwürdig verhielten. An heißen Tagen sprangen die auf den äthiopischen Hochebenen weidenden Tieren gewöhnlich auf Felsen, kletterten unzugängliche Hänge hinauf und stiegen sich windende Abhänge hinunter. Bei Sonnenuntergang schliefen sie dann, indem sie mit ausgestreckten Beinen dalagen. In jener Nacht jedoch sprangen sie unkontrolliert herum, meckerten, liefen einander hinterher und ihre Augen bewegten sich in alle Richtungen. Kaldi bemerkte, dass die Ziegen nur Halt machten, um die roten Früchte eines bestimmten Strauchs zu knabbern, woraufhin sie dann wieder im Mondlicht herumsprangen. Ziegen verhalten sich oft merkwürdig und gelten deshalb als kapriziös und unberechenbar. Kaldi jedoch hatte niemals zuvor beobachtet, wie sie sich jener Pflanze näherten. Er wusste, dass sie gewöhnlich die Blätter fraßen, aber in diesem Fall fraßen sie die Früchte, ein Sachverhalt, der ihn neugierig werden ließ und ihn dazu veranlasste, diese Früchte selbst zu kosten. Auf diese Weise entdeckte er den Kaffee und seine stimulierende Wirkung. Zitat Ende. Ein letzter Mythos, überliefert von der äthiopischen Ethnie der Oromo, beschreibt den Ursprung des Kaffees als etwas wahrhaft Transzendentes. Eines Tages, vor langer, langer Zeit, in der Epoche, in der Wacker noch auf der Erde umherging, rief er einen Mann zu sich und sagte zu ihm, komm, ich sage dir den Tag, an dem du sterben wirst. Aber der Mann antwortete, ich werde niemals sterben. Warum sollte ich sterben? Ich will für immer am Leben bleiben, so wie du. Wie könntest du, sagte Wacker. Wie könntest du lebendig bleiben und nicht sterben? Komm, lass dir von mir den Tag deines Todes sagen. Ich werde dich sterben lassen, nachdem du deine Enkel bis zur fünften Generation gesehen hast. Du wirst dreihundert Jahre leben. Aber wenn du fünf Generationen von Enkeln gesehen hast, musst du sterben. Wie du siehst, zögere ich deinen Tod lange Zeit hinaus. Der Mann antwortete: Nein, ich will um nichts in der Welt sterben. Ich bin dein Sohn. Ich will zusammen mit dir am Leben bleiben. So widersetzte er sich Wacker und weigerte sich, ihn anzuhören. So sagte Wacker, Weil du dich weigerst, meinen Entschluss anzunehmen, wirst du aus meinen Augen verschwinden. Du wirst heute noch sterben. Auf diese Worte hin stieg der Mann auf sein Pferd und ritt weg. Er ritt so schnell er konnte. Er ritt von dem Ort, wo die Sonne aufgeht, bis zu jenem, wo sie untergeht. Am Abend erreichte er bei Sonnenuntergang einen Ort, an dem ein paar Leute ein Grab ausgeschaufelt hatten, an dem sie jetzt saßen. Als sie den Reiter ankommen sahen, sagten sie zu sich Schaut, da ist er. Der Mann hielt sein Pferd an. Er fragte Für wen habt ihr dieses Grab ausgeschaufelt? Wir wissen's nicht, sagten sie, aber wir dachten es sei für dich. Heute Morgen ist Wacker hierher gekommen und hat zu uns gesagt, schaufelt ein Grab für jemanden, für einen Mann, der sich geweigert hat, meinen Entschluss anzunehmen. Und dies ist, was Wacker uns befohlen hat zu tun. O oh, Wacker, schrie der Mann, so ist es wahr, was man sagt. Auch wenn du früh am Morgen fortgehst, kannst du Wacker trotzdem nicht entkommen. Er stieg vom Pferd und starb auf der Stelle, und sie bestatteten ihn. Nach fünf Tagen erinnerte sich Wacker wieder an jenen Mann. Er ging zu dem Ort, an dem jene Leute wohnten. Sie sagten zu ihm: O Wacker, es hat sich alles so ereignet, wie du gesagt hast. Der Mann ist hier vorbeigekommen und sofort gestorben. Wir haben ihn so bestattet, wie du uns befohlen hast. Bring mich zu dem Grab, sagte Wacker. Als Wacker den Mann im Grab liegen sah, flossen ihm Tränen aus den Augen. Sie tropften auf den Leichnam des Mannes. Und was für ein Wunder, im gleichen Moment trieb eine Kaffeepflanze an der Stelle aus, wo die Tränen heruntergetropft waren. Deshalb geht der Kaffee allen anderen Dingen voraus. Deshalb wird er in allen Ritualen zuerst zubereitet. Der Kaffee ist unsere große Medizin. Er wurde von Waka unter all den Bäumen gesegnet. Gesegnet von seinen Tränen. Alle Pflanzen wachsen durch Regenwasser. Die Kaffeepflanze jedoch trieb durch die Tränen von Wacker aus. Moment, wie war das? Wahrsagen, Divinieren? Mit Kaffeesatz? War da nicht was? Rätsch 98, Zitat der magische Gebrauch des Kaffees hat sich in gewissen Kreisen im Kaffeesatzlesen, einer sehr volkstümlichen Orakelmethode, erhalten. Zitat Ende. Ich habe aus dem magischen Untergrund, aus Kreisen moderner, Zauberer und Hexen, also von Menschen, die ungenannt bleiben mögen, folgende Anleitung erhalten. Kaffeesatz-Orakel. Vorbereitungen und Hilfsmittel. Gemahlener Kaffee, eine Kanne, kochendes Wasser, eine Tasse, eine Untertasse. Den gemahlenen Kaffee in die Kanne geben und mit kochendem Wasser aufgießen. Den Kaffee mit der rechten Hand siebenmal umrühren und in die auf der Untertasse stehende Tasse gießen. Soll der Kaffee gesüßt werden, muss er danach mit der rechten Hand siebenmal im Uhrzeigersinn gerührt werden. Beim Austrinken darauf achten, dass noch einige Tropfen in der Tasse zurückbleiben. Nun wird die Tasse mit der linken Hand hochgenommen, die Untertasse darauf gelegt und beides weiter mit der linken Hand gehalten. Mit der rechten Hand die Tasse umdrehen, also kopfüber auf die Untertasse drehen, der Henkel muss dabei nach rechts zeigen. Die Tasse nun mit der rechten Hand wieder richtig herum hinstellen. Auch jetzt muss der Henkel wieder nach rechts weisen. Nun kommt der eigentliche Orakelvorgang. Es muss eine Frage gestellt werden, die eindeutig mit Ja oder Nein zu beantworten ist. Läuft an der rechten Seite, dort wo der Taschenhenkel sich befindet, mehr Kaffeesatz als an der linken Seite herunter, dann lautet die Antwort Ja. Befindet sich hingegen auf der linken Seite mehr Kaffeeschmiere, dann ist die Antwort Nein. 2002 ist ein komplettes Buch zum Thema Kaffeesatzlesen erschienen: Jane Lyle, Das Tassenorakel, Aas-Edition, das sogar mit einer echten Wahrsagetasse plus Untertasse aufwartet. Hier noch ein ethnomedizinisches, sozusagen gynäkologisches Rezept aus Afrika zur Zubereitung eines Brechmittels. Das einer frisch gebackenen Mutter einen Tag nach der Geburt verabreicht wird. Siehe Tabelle, ich lese nur die Zutaten vor: sehr viel Kaffee, zwei Blätter Betel, ein Löffel Dillkraut, ein Teelöffel Kümmelsamen, zwei Zimtstangen, fünf Kardamomfrüchte und fünf Nelkenblüten. Das Ganze wird mit zwei Teelöffeln Zuckerrohrmelasse und fünf Tassen Wasser aufgebrüht, abgefiltert und oral appliziert, also getrunken. Aus den Vereinigten Staaten kommt ein modernes Phänomen. Die Eigenbehandlung von Krebspatienten mit Kaffee -Klistieren. Allerdings ist diese bislang nur aus dem Underground bekannte Methode weder wissenschaftlich getestet noch empfohlen und außerdem ziemlich gefährlich. Kastriertem, also entkoffiniertem Kaffee, wird durch chemische Prozesse ein Großteil des Koffeins entzogen. Früher kamen ausschließlich Lösungsmittel wie Dichlormethan zum Einsatz. Das Roselius-Verfahren, 1908 in Bremen entwickelt, war das erste technisch brauchbare Verfahren. Es wird in einigen Teilen Europas heute noch verwendet. Die rohe Kaffeebohne wird zuerst mit gespanntem Wasserdampf aufgeschlossen und die Bohne quillt auf. Ähnlich wie beim Bachverfahren wird das Koffein aus den Bohnen selektiv mit Lösungsmittel entfernt. Diese sind in diesem Fall zum Beispiel Dichlormethan oder Essigester. Die Bohnen werden dabei die ganze Zeit durchgerührt. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, werden den Bohnen die Lösungsmittel durch Abdampfen entzogen und die Bohnen werden in Vakuum oder in Warmluft getrocknet. Hermann Römp druckte das gar nicht so komplizierte Verfahren zum Entkoffinieren von Kaffee in seinem Buch Chemische Fundgrube ab. Die gemahlenen, rohen Kaffeebohnen werden in einem Pappinschen Topf auf ein verzinntes Eisensieb gebracht, unter dem Wasser steht. Dieses lässt man so lange kochen, bis der Dampf die Luft vertrieben hat. Darauf wird der Topf bei geschlossenem Ventil rasch abgekühlt. Infolge der hierdurch im Topf entstehenden Luftverdünnung werden die Zellwände in den Kaffeekörnchen gelockert und zum Bersten gebracht. Der Kaffee wird nun dreimal nacheinander jeweils mit neuem Wasser ausgekocht, abgeseit, nachgespült und ausgepresst. Der Rückstand ist kühl aufzubewahren. Die Auszüge werden in einen kalten Raum gestellt, bis die Fette, also Kaffeeöle und dergleichen, erstarren und sich oben ansammeln, worauf sie von der wässrigen Flüssigkeit getrennt werden. Um nun das Koffein aus der Verbindung mit den Fetten zu befreien, werden diese durch Zusatz von Ammoniak in ein Linimen übergeführt, aus welchem man das Koffein durch Auswaschen mit heißem Wasser entfernt. Wird das Ammoniak hernach auf dem Wasserbad verdampft, so erscheinen die nunmehr koffeinfreien Fette auf der Oberfläche, man schöpft sie ab und stellt sie beiseite. Die eingangs hergestellten wässrigen Auszüge werden ebenfalls mit Ammoniak versetzt und eingedampft. Der Rückstand enthält dann Gerbsäure, Extraktivstoffe und Koffein. Letzteres kann man aus der Mischung durch Chloroform oder 80%igen Alkohol herauslösen. Die zurückbleibende Masse wird fein zerrieben und unter Zusatz von wenig Wasser mit dem Kaffeefetten in eine Emulsion verwandelt. Zuletzt verarbeitet man die koffeinfreie Kaffeeemulsion unter Zusatz von wenig Zucker mit dem koffeinfreien Rückstand zu Pulvermischungen oder Tabletten. Heute wird der Vorgang mittels Hochdruckextraktion, dem sogenannten Bach-Verfahren, erledigt. Wenn heute entkoffiniert wird, geschieht dies nach dem sogenannten Bach-Verfahren. Es wurde 1957 erfunden. Nachdem der Kaffee in einem Hochdruckbehälter bei 70 bis 90 Grad und 100 bis 200 Bar gegeben wurde, wird Wasserdampf und Kohlendioxid hinzugegeben. Der Wasserdampf verteilt sich gleichmäßig und kondensiert. Das CO2 wird unter dem hohen Druck flüssig. Das nun flüssige CO2 reagiert mit dem Wasser zu Kohlensäure. Diese wiederum löst das Koffein selektiv aus den Bohnen. Unter dem Druck wird die Kohlensäure als überkritisch bezeichnet, da sie lösungsmittelähnliche Eigenschaften entwickelt. Nun transportiert die Kohlensäure das Koffein zur Aktivkohle. Die Aktivkohle saugt das Koffein praktisch auf und die Kohlensäure geht wieder zum Kaffee. Da die Aktivkohle sehr viel Koffein aufnehmen kann, kann dieser Vorgang so lange weitergehen, bis fast das gesamte Koffein aus den Kaffeebohnen entfernt wurde. Hier die Ergebnisse einiger Stichproben, die im Rahmen eines Forschungswettbewerbs im Jahr 2000 per HPLC-Chromatographie ermittelt wurden. Die abgespeckte Kaffeesorte wie die Krönung Light von Jacobs ist mit 0,68% Koffeinanteil nur teilentkoffeiniert. Im Vergleich dazu haben koffeinhaltige Kaffees ungleich höhere Werte. Dallmayr Prodomo hatte in der Analyse von Kuschel mit 1% den niedrigsten Koffeingehalt. Der Unterschied zwischen Jakobs Krönung mit 1,3% und Jakobs Krönung Mild mit 1,2% beträgt laut der Chromatographie gerade mal 0,1%. Am gehaltreichsten scheinen Melitta Kaffee Auslese und Hanseaten Übersee Kaffee Senator mit jeweils 1,4% zu sein. Ein Rezept bzw. Patent für einen Kaffeeersatz aus Reis ist in Hermann Röms Werk Chemische Fundgrube zu finden. 100 Kilogramm Reis werden mit 2,5 Kilogramm einer 20-prozentigen Essigsäure bzw. Zitronensäure oder Weinsäure vermischt und einen Tag lang öfters umgerührt. Zum Schluss röstet man das erhaltene Produkt. Durch die Säurebehandlung wird ein Teil der Reisstärke in Traubenzucker verwandelt.